Moin, moin und hallo, herzlich willkommen live auf Rocket Beans TV, meine Damen und Herren. Mein Name ist Frank Platinum und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Rustplatz, den ich selbst eigentlich gebaut habe für die vielen Bewohner dieser Stadt. Die sind ja alle so dumm und unwissend. Die wissen das gar nicht, dass ich in Wirklichkeit Multitrilliardär bin und tatsächlich diese Insel hier habe aufschütten lassen im Pazifik. Die wissen überhaupt nicht, wo sie sind. Und dann habe ich die alle aus entlegenen Ecken der Welt einfach entführt. Ja, habe die mit einem Drogencocktail sozusagen ihrer Erinnerung beraubt und habe die dann hier mit einem Stein in der Hand hier an Land spülen lassen. Und jetzt denken alle so, wow, das ist jetzt hier ihr Leben, die akzeptieren das alle. In Wirklichkeit ist das für mich einfach nur ein Sozialexperiment, weil ich gelangweilt bin. Ja? Als Trilliardär ist man oft gelangweilt, deswegen ist es hier meine Insel, die wissen das nicht. Ich tue so, als wenn ich einer von ihnen bin. Lassen wir sie in dem glauben. Aber euch habe ich jetzt eingeweiht. Schön, dass ihr da seid. Tada! So, ich mache mal ein bisschen kleiner. So, seid ihr da, Leute? Ist Freitagabend, seid ihr mit mir? Ist Pandemie, oder? Macht man Freitag nichts mehr, ne? Als ich in eurem Alter war, da war ich eine Partymaus. So, da war ich jeden Tag, bin ich da dem Käse nachgeeifert, ne? Aber heutzutage sind auch alle zu Hause am Freitagabend. Machen wir uns doch nichts vor. So, es ist Nacht, leider. Ihr kommt leider zu unten. Zur schlechtesten Zeit, weil es ist jetzt wirklich dunkel. Ich habe ein bisschen, ich habe nicht viel gemacht. Ich habe ein bisschen das Fundament verschönert. Ich kann mal sagen, meine Kameraleute schlafen hier immer noch. Ah, sehr, sehr schön. Ja, ich bin auch mit dir down. Mein Freund. Schöner, schöner Name. Ja, ich habe ein bisschen nur hier, so ein bisschen hier das Fundament schöner gemacht. Seht ihr das? Ein bisschen mit Steinen. Und oben die Dinger. Ah, oh, da habe ich. Da ist noch so eine Schandecke da oben. Muss ich nochmal schön machen. Genau, da habe ich alles ein bisschen wertiger aus, weil, ey, komm, die Show war ein voller Erfolg. Und da kann man auch mal ein bisschen. Was ist denn das hier? Seht ihr das? Dieser Torbogen hier, der ist ja noch aus niederwertigem Material. Hallo? Da. Upgrade, aber holla. Ah, sieht viel schöner aus. Sehr gut. Und da oben muss ich eigentlich nochmal bei. Genau, also, aber ansonsten ist hier eigentlich alles soweit okay. Hier sieht man, der Boden ist jetzt aus Stein, weil ich da eben das Fundament eben aus Stein gebaut habe. Und alle ballern hier rum. Merkt ihr das? Alle ballern hier rum. Florentin, ich weiß, ich glaube, Florentin hat ein eigenes Haus. Ich finde es nur nicht okay, dass hier alle rumballern. Ich guck mal eben, was nehme ich mit. Ich lasse mal die Ressourcen hier. Und dann gehe ich mal raus und guck mal an, wer da rumballert. Ich finde das extrem unsympathisch. Wisst ihr, was ich brauche? Ich brauche so eine Stirnlampe. Aber es gibt ja auch bessere, oder? Es gibt doch bessere als diese alte, labberige Stirnlampe. Aber was anderes habe ich nicht. So, habe ich jetzt gesagt, Cloth? Was brauche ich noch? Stirnlampe. Komm, Stirnlampe. Hä? Was? Die war doch gerade. Da. Bau die mal. Bau mal ein bisschen Stirnlampe. Und dann kommt das wieder rein. Das kommt gleich in die Stirnlampe. Und dann seht ihr ein bisschen besser. Könnt ihr mal aufhören, da rumzuballern? Mach ich hier aber mal. Entschuldigung, wenn sie dann aufhören, könnt ihr in der Nacht so rumzuballern? Hier schlafen Leute. Wissen sie, wie ich aussehe, wenn ich Augenringe habe? In der Show? Geht doch. Danke, geht doch. Oh, da kommt schon ein Hubschrauber. Zurecht. Wenn hier rumgeballert wird. Gehen wir mal schnell rein. Ich habe nämlich eine Waffe im Anschlag. So, Stirnlampe fertig. Zack. Rein damit. So, jetzt kann ich die anmachen. Ah, so ist besser, oder? Okay, So, ich gucke ab und zu mal bei euch in den Chat. Aber ihr wisst das, ich habe immer sehr viel zu tun, deswegen. Ah, das ist ja gar kein. Ich nehme mal wieder. Ich gehe mal zu Frank. Frank, wie sieht's aus? Alte Kartoffel, willst du eine? Willst du mal eine Kartoffel essen? Was hab ich jetzt? Hau mal rein hier. Kannst du essen. Willst du nicht? Ah, jetzt hat er sie gefuttert. Ist ihm jetzt besser? Ich glaube, es geht ein bisschen besser, wenn ich da noch eine Kartoffel reinwerfe.
Die isst du auch? Geht's ihm jetzt noch besser? Oh, tatsächlich. Den kann man ja mit richtig hochpäppeln mit Kartoffeln. Ja komm, dann kriegst du noch eine Kartoffel. Jetzt? Ist? Nee, willst du nicht? Ah, wusste ich doch, Frankie. Ja, das ist ja gar nicht Frank. Ich bin der Frank. Das ist ja, Gerd. Entschuldigung, Gerd, dass ich dich die ganze Zeit Frank nenne. Ja, super, ey. Sieht so richtig gut aus. Jetzt wollen wir mal eine... Ich muss mir immer den Kopf stoßen, das gehört irgendwie dazu. Jetzt wollen wir mal... Ist hier eigentlich auch zu? Ja. So, wollen wir mal ein bisschen durch die Gegend galoppieren. Mal schauen, was hier so passiert ist. Ich war jetzt eine längere Zeit nicht mehr da. Okay, ich reite mal diesen Schüssen da entgegen. Das ist doch albern. Wer schießt denn da? Da beschwere ich mich jetzt direkt. Entschuldigung, wer schießt denn hier? Ja, ich weiß es nicht. Herr McJohnson? Er ist ja auch nicht hier, also. Wohnen Sie hier? Ja. Ja, in dem komischen Haus mit den Krähen obendrauf. Da. Ah. Das hat mir so ein Typ gegeben mit einer Maske. Ja, vermutlich Johnny Depp. Vielleicht, ja. Weil der hat in The Crow gespielt, glaube ich. Kennen Sie den noch? The Crow? Also es war ein... Ja, ich kenne den Film, aber das war nicht Johnny Depp. Das Sie haben recht. War das nicht der Sohn von Bruce Lee? Ja, der Sohn von Bruce Lee, der ist ja auch leider gestorben. Aber der sah auch im Entferntesten ein bisschen aus wie Johnny Depp. Ja... Möglich, weiß ich nicht. So, ich habe den Film nur 200 Mal gesehen, also kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ah, ja, entschuldigen Sie bitte mein unzureichendes Filmwissen. Wissen Sie, wenn man... Wohnen Sie hier? Ja, ich wohne da vorne, warten Sie. Ich drehe mich mal mit Gerd. Da vorne, wo diese Windmühle oben auf dem Dach ist. Hier direkt 10 Meter geradeaus mit diesen wunderschönen Steinfundamenten. Ja, dann sind wir ja Nachbarn. Dann sind wir ja Nachbarn. Also ja, herzlich willkommen, Herr Johnson. Sind Sie auf dem Weg nach Hause? Ja, ich habe gerade meinen Helikopter geschrottet. Und jetzt bin ich wieder am Weg heim und noch einen Helikopter für morgen kaufen. Was ist denn morgen, weshalb Sie einen Helikopter benötigen, Herr Johnson? Morgen ist... Bitte sagen Sie doch Johnny zu mir. Also, Johnny, also bitte. Sehr gerne, nennen Sie mich Frank. Das ist mir viel zu förmlich. Oh yeah, Frank. Also, ich habe noch einen Gag. Morgen ist ein Helikopter. Gucken Sie mal, kann ich kurz einen Gag ausprobieren? Sagt der Kuchen? Sag ich zum Kuchen? Duzen Sie mich doch, sagt der Kuchen. Nee, das ist mir zu förmlich. Verstehen Sie? Wow, Wahnsinn. Verstehen Sie das? Ich Johnny. Verstehe. Ich falle gleich aus der Form vor lauter Lachen. Also Frank, der war holy. Oh, oder? Ja, das ist auch mein Beruf. Ich will Sie nicht einschüchtern mit meinem... Wirklich? Mit meinem Humor, aber ich verdiene damit auch Geld. Deswegen müssen Sie sich nicht an mir messen. Das wäre ja, als wenn Sie Seepferdchen haben und müssten sich dann irgendwie an... wie heißt der noch? Dieser eine da... Echten Pferden. Ja. So, entschuldigen Sie, ich hatte Sie unterbrochen. Der Hubschrauber. Wozu brauchen Sie morgen den Hubschrauber? Weil morgen ist ein Hubschrauber-Wettflug-Competition-Dingsbums. Wie bitte? Das klingt ja sensationell. Im Flugfeld. Ist es von einem Energy-Getränkhersteller gesponsert? Ich weiß nicht. Der Typ hat so einen Helm am Kopf gehabt. Ich weiß nicht, ob der fliegen kann und ob der Stiereier trinkt, aber ich würde mal sagen, er hat auf jeden Fall ein Blech am Kopf. Aha, und wo findet das statt? Er hatte Ähnlichkeit. Bitte? Ah, wo findet dieses Rennen statt? Bei X10. Das ist da Richtung Süden von hier aus. Da ist so ein Flugfeld und das sind so. Das ist so wie kennst du das, wenn im Fernsehen eben von diesem Stierhodenhersteller, die haben immer so Flugshows, wo sie so durchdüsen von links rechts und so. Und, genau das ist morgen, nur mit Helikopter von hier. Ach, und da machen Sie mit? Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie gerade abgestürzt sind, dass Sie eventuell dabei zu Schaden kommen könnten? Johnny, meine ich ganz du? Ganz ehrlich, ich glaube nicht.
Ja. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendwer hier auf dieser Insel stirbt und wirklich tot bleibt. Ist irgendwas. Wissen Sie was? Weißt du was, Johnny? Ja, komm mal mit, ich zeig dir mal dieses Haus. Komm mal ja, mit. Ich komm mit. Wo muss ich lang? Das ist so ja. Creepy. Haben Sie das ganze Haus geschenkt bekommen? Ja, der Typ hat mir das geschenkt und ich glaube, das war eine Falle. Ich habe einen Fluch auf mir. Das klingt jetzt so verrückt, aber ich bin nicht verrückt. Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich habe viele verrückte Leute im Showbusiness kennengelernt. Sie sind definitiv nicht verrückt, Johnny. Das ganze Haus hast du geschenkt bekommen. Ja. Brrr. Kommt auf mich zu. Oh, was? Gerd dreht durch. Gerd dreht durch. Immer wenn der Geister sieht oder so. Ruhig. Gerd, komm zurück, Gerd. Guck mal hier, Gerd. Ruhig, Gerd, ruhig. Ruhig. Entschuldigung, Johnny, aber wenn Gerd übersinnliches wittert, so hart. Der ist ganz alles empfindsam, gut. Hochsensitiv auf Übersinnliches. Der war früher so ein Geisterjägerpferd. Die haben den mit in so Häuser genommen, wo die Geister aufgespürt haben. Das ist ja phasmophobisch quasi. Exakt. Also jetzt mal ernst. Erstens einmal das da. Das schaut aus wie ein heidnisches Ritual. Da hast du völlig recht. Das ist ja furchteinflößend. Aber pass aufs Dach auf. Also, ich meine, allein die Teppiche hier, das ist... Ich habe keine Ahnung, was der will, aber jetzt kommt der absolute Wahnsinn. Das ist ja ein Totenschädel drauf und blutrot ist der. Der Teppich. Ja, abwarten. Der Teufelsteppich. Hier ist ja, das Dach. Ja, schau mal hier. Oh Gott, sprich mit der Hexe. Das ist auf einmal hier gewesen. Oh Gott. Und wenn ich jetzt, ich mach dir da mal auf, schau mal rein. Ja. Und achte beim Kopf, das hinten eingeprägt, das eingeritzt. Es ist hinten mein Name auf dem Totenschädel eingeritzt, ich halt's nicht aus. Johnny! Johnny, du bist in Gefahr! Das ist eine Todesdrohung! Ja, aber warte, es wird noch viel ärger, schau mal. Ein Fluch auf dir. Oh Gott, hast du dich auf den Stuhl gesetzt, Johnny? Die Hexe war hier und hat gemeint, ich hab einen Fluch. Und hörst du das? Oh Gott. Oh mein Gott. Mal hin. Stimme aus dem Jenseits. Nein, das sind echte Menschenschädel, die da brennen. Ja. Oh Gott. Diese Hexe ist, kann man sich verbrennen? Ich weiß nicht. Nein, das ist die Hexe von da vorne, die wohnt drei Häuser weiter. Ja, aber dann müssen wir doch eine Hexenjagd organisieren. Was? Bist du verrückt? Ich muss mit dir mal reden, dass mir die den Fluch wegnimmt. Ich kann dir noch nicht jagen gehen. Ja, aber wenn sie stirbt, ist doch der Fluch mit ihr auch weg. Oder wie sind die Regeln? Ich kenne mich da nicht aus. Möglich. War das nicht bei... Ich muss nur ganz kurz was zum Essen holen, sonst falle ich um. Die Hexen von Eastwick. Ja, ich komm, guck mal, ich komm mit, ich hab Angst, ich bleib nicht allein. War das nicht so bei die Hexen von Eastwick, als die Hexen gestorben worden sind, dass dann der Fluch gebrochen war? Die Hexen von Eastwick. Ja, oder bei Harry Potter, als Voldemort stirbt. Ist das nicht so, wenn der Zauberer stirbt, dass sein Fluch mit ihm stirbt? Ich weiß es nicht, aber da gibt es auch so einen anderen Film. Finner, glaube ich, heißt der, mit Stephen King oder so. Da stirbt irgendwie... ich glaube, die machen sich die Regeln. Ich glaube, es gibt keine festen Regeln. Ja. Oh Gott, jetzt kommt das wieder. Was? Oh nein, was ist das denn? Oh Gott! Ich hab keine Ahnung. Wer macht denn sowas? Das ist ja... Das ist so furchtbar. Aber warum leben sie? Lebst du denn hier, Johnny? Weil es gratis war. Ja! Ich habe nicht viel. Du hast ja auch eine Kerze im Kopf. Ich meine, wir haben ja nicht viel. Wir sind ja einfache Bürger hier. Gratis? Johnny, das ist der älteste Trick. Weißt du, wer einem Dinge kostenlos gibt? Der Teufel! Ausschließlich der Teufel! Ja, da haut's mich runter. Oh Gott, Johnny! Siehst du, jetzt hat er dich schon dazu getrieben, vom Dach zu springen. Bin ich wieder da, alles gut. Es war nur der Knöchel. Okay, wir müssen einen Plan machen. Du musst diesen Fluch loswerden. Vielleicht sollten wir der Hexe einen Besuch abstatten. Ich würde dich begleiten.
Oh, das wäre gut, ja, das wäre gut. Ja, das, dann. Das machen wir. Dann auf geht's, Johnny. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wer weiß, wie viel Zeit dir noch bleibt. Du bist so d'accord damit, dass jetzt der Heli hier steht. Glaubst du wirklich, dass die mich. Oh mein Gott, der wird mich essen. Wollen, ja, das oder? Machen Hexen natürlich. Die wollen unschuldige Menschen essen. Ich habe Gerd dabei. Soll ich Gerd nach Hause bringen kurz? Dann, okay, du bist ja auch zu Fuß, dann bringe ich kurz Gerd nach Hause. Das dauert nicht, weil ich wohne hier. Muss ich Gerd hier mal eben einpacken? Brrr, Gerd. Außerdem, Gerd hat Angst vor Hexen. Den darf ich nicht in solche Hexengeschichten mit reinziehen. Da kriegt er mir noch einen Herzinfarkt. Der Gerd. So. Ja, der Gerhard nimmt das sicher hart. Also das. Ja, das war auch ein Witzchen von Ihnen. Von dir. Ja, das finde ich gut. So connect Humor ich verbindet. Ich versuch's, ja. Nein, das ist mehr als ein Versuch. Ja, ja. Nein, da hinten. Meine Richtung. Ah. Andere Richtung. Ah, ja, ich komm. Verzeihung. Da so jetzt ist die Hexe. Wollen wir der Hexe mal einen Besuch abstellen? Einfach Leute zu verhexen, also wirklich. Wir leben im 21. Jahrhundert. Ich glaube nicht, dass sie das war. Also ich hoffe, dass sie das nicht war. Ich war davor schon so komisch in dem Haus. Ja, aber wenn die Hexe dir das Haus geschenkt hat, wer soll das denn sonst gewesen sein? Nein, hat sie ja nicht. Das war der Typ. Ja, dieser Typ mit der Maske, die in der Kiste drinnen liegt. Mit dem Knochen in der Hand. Und was hat die Hexe jetzt gemacht? Ich habe die Hexe im Rat gefragt und die hat gemeint, ein Fluch liegt auf mir. Und ach so! Jetzt, dass sie den wegnimmt. Ah, ja, dann sollten wir die Hexe nicht töten. Ich glaube, die ist gut, oder? Nein, ich noch weiß nicht. Wir kommen nicht, um dich zu töten, liebe Hexe. Das wollten wir direkt mal sagen, von Anfang an. Guck mal, die hat hier ganz viele Pferde. Was macht sie mit den ganzen Pferden? Guck mal, Johnny. Die hat hier 1, 2, 3, 4 Pferde. Also. Meinst du, dass sie die opfert? Dass sie die vielleicht bei lebendigem Leib ausweidet? Na, ich hoffe mal nicht. Ich meine. Also, die kann ja nicht einfach. Nein, die wird auf denen reiten, oder? Von der Weide zum Ausweiden. Die Geschichte eines Pferdes. Ja, da ist es nicht weit. Was ist ja, das hier? Es ist nicht weit von der Weide zum Ausweiden. Schau dir diese Tür an. Das ist doch altes aztekisches. Oh! Naja, aber siehst du, schau mal ganz unten hin. Ja, da ist ein Leuchtkopf. Von einem Wolf. Der Leuchtkopf, der ist vorne angesetzt. Das ist wahrscheinlich der Türstopper. Oh Gott. Also, ich habe ja nun wirklich keine Vorurteile. Aber, also, dieses Haus jagt mir einen Schauer über den Rücken. Scheint niemand zu Hause zu sein. Vermutlich ist sie mit ihrem Besen unterwegs. Ja, ich glaube auch nicht. Glaubst du, dass sie Reinigungskraft ist? Warum? Und deswegen mit dem Besen so von einem Haus zum nächsten? Ah, so, ja, das ist möglich, ja. Das wäre tatsächlich praktisch. Wenn sie dann, hätte sie den Besen direkt dabei, ja. Weil zum Fliegen, glaube ich, haben ja die mittlerweile Staubsauger, oder? So diese Handstaubsauger, die großen. So ein Dyson, der gibt schon ordentlich Gummi. Stimmt eigentlich. Wenn der mal bläst, dann bläst er. Sind die Hexen mittlerweile im 21. Jahrhundert angekommen? Ehrlich? Haben die noch Besen oder haben die mittlerweile schon elektrische Staub? Du, ich bin ehrlich gesagt auf dem Gebiet der Hexologie nicht weiter bewandert. Ich habe das auch in der Oberstufe abgewählt. Aha. Wie hieß denn die Hexe? Oh. Hexe. Oh, Vorsicht, nicht! Au! Das ist die Katzenklappe. Wer ballert denn hier? Geht's noch? Ja, danke, ich hab's überlebt, aber es war knapp. Oh. Ach du Scheiße. Ach, Frau Alien. Gegessen, oder warum klingen Sie so? Was hab ich gegessen? Hat er eine Dose gegessen? Klingt, als ob sie Dosenfutter essen. Wie das ist. Wie so eine Dose. Ich glaube, das macht die Kerze am Kopf. Das ist ein. Ja, das ist eine stimmenveränderte Kerze am Kopf. Das ist so. Mich wundert es ja, dass man durch ihren Helm da sie normal hört. Also eigentlich sollte das ja ein stimmenverändernder Helm sein. Nein, das ist ja Alien-Technologie. Ganz klar. Ach so.
Ja, Kerzentechnologie ist von diesen, kennen Sie World of Warcraft, die Kerzen, diese Grubenratten mit den Kerzen? Das ist die Technologie. Nicht nehmen Kerze, weißt du? Also... Suchen Sie hier, wenn ich fragen darf? Ja, also die Geschichte ist lang. Das ist mein guter Freund und Nachbar Johnny. Johnny ist Opfer eines okkulten Anschlags geworden. Er wurde verflucht. Vermutlich ist er des Todes und alle seine Nachkommen auch. Und eventuell alle, die auf dieser Insel leben, sind des Todes, wenn wir diesen Fluch nicht brechen. Jetzt sind wir zu dieser Hexe aufgebrochen, weil sie womöglich die Einzige ist, die den Fluch versuchen kann, zu brechen. Ja, ein Fluchversuch, sozusagen. Halt meine Nachkommen? Ja, selbstverständlich, so steht es geschrieben. Das ist aber ganz schlecht für Sie. Das steht aber das ist ganz so schlecht für Sie, Herr... Wie heißen Sie? Wieso, Johnny, wie soll ich denn jetzt noch eine Frau rumkriegen, wenn ich zu der sage, dann muss ich halt ab jetzt auf Männer. Ist okay. Dann ist auch Johnny, das sagst du so, natürlich keinem. Geh mal auf was anderes. Aber. Hier ist übrigens keiner da, die Frau Hexe Divi ist nicht da. Die ist nicht da. Ich glaube, die entweder kommt sie später oder keine Ahnung. Ja, Hexe Divi. Ja. Warum zappelst du denn so viel eigentlich? Du rennst immer so von links nach rechts? Wieso? Hey, bist du auf Koks? Warum redest du wie ein Roboter? Ich bin kein Roboter. Ach so, ich muss los. Ich muss los, ich gehe jetzt zu dieser Eröffnung. Kommt ihr nicht mit? Ja, die ist ja auch jetzt. Entschuldigung, was ist jetzt? Ich komme danach, Jetzt ist die Eröffnung von Möbelhaus. Oh, das klingt ja super spannend. Wer moderiert das? Etienne Gade? Zum Glück nicht. Ja, die... Zum Glück sie nicht. Da. Haha. Eddie Gardine, oder? Ja, den, der alter Weggefährte, hat's nie weit gebracht. naja. Ja, ich glaube, der sitzt immer, das letzte Mal, wo ich was von ihm gehört habe, ist er in der Couch-Abteilung gesessen und hat dort Filme angekündigt. Gut, Was ist denn bei dieser Möbelhauseröffnung? Ist das interessant? Muss man sich das angucken? Ja, es ist ein ganz netter Kerl, da singen dann auch ein paar Leute und wir können ruhig hingehen. Ich habe halt kein Auto gerade da, weil das ist noch vorne. Aber es ist nur hinter dem Berg. Ja, also wenn Sie Lust haben, ich würde mir das wohl mal angucken, ne? Ich habe Lust auf so ein schönes Möbelhaus. Die Hexe nicht da ist. Ja, die alte Hexe. Einfach über den Berg rüber hier. Ja, lauf du mal vor. Ich lauf dir hinterher, Johnny. Du kennst dich ja gut aus hier. Ich wohne ja noch nicht so lang. Boom. Moment. Herr Taxiunternehmen? Nein, oder? Fahrst du zufälligerweise rüber zu der Eröffnung von dem... Ja, darf man mit? Ja, sprich rein. Oh, danke, das ist aber nett. Keiner Scheiß, danke. Ja, was für eine Eröffnung denn? Große Q9. Möbelhauseröffnung. Q9, ja. Ja, wenn du mit willst, dann spring rein. Ich hab nur gerade kein Geld mit. Kann man das mit Samen bezahlen? Kürbissamen. Aber Kürbissamen. Kann ich so gehen? Sehe ich gut aus oder muss ich mich noch umziehen? Nein, kannst doch so gehen. Das ist toll. Okay. Party time, let's go! Auf zum Möbelhaus! Ich weiß immer gar nicht, wo was los ist. Bei uns kommt nie Post an. Das ist voll nervig. Mach dir nichts draus, für mich auch nicht. Ich wohne in der Wüste. Sie wohnen in der Wüste? Im 5G Trailer Park. Ja. Ein Trailer Park, ja, von dem man schon gehört. Ja. Gibt's da nicht Klapperschlangen und Kängurus? Ja, aber die sind sehr lecker. Es ist ja ganz schön weit weg. Fahren Sie uns auch wieder nach Hause? Wenn ich noch da bin, kann ich das natürlich gerne machen. Sie sind ein guter Freund. Wo sind wir hier überhaupt? Ich glaube, das ist eine Entführung. War hier noch nie. Das wäre eine ziemlich gute Idee. Dafür bin ich aber leider zu schlecht bewaffnet. Das kommt aber auf die Liste. Ich weiß nicht, ob das legal ist. Entführung? Oh, schade. Ja, hier sind wir schon. Ah.
Hier. Frustlos wohnen, Musterhaus. Na dann schauen wir mal. Also von mir aus, Frau Pegasus, können wir rübergehen und quasi eine zum Starterrede quasi als Eröffnung starten. Guten Tag. Ja, da wollte ich gerade fragen, ob Sie mir da auch ein Zeichen geben wollen. Wer hat denn ins Wasser gedrückt? Sie können einfach rübergehen und wenn die Uhr bei Ihnen auch... Also Sie geben quasi das Signal. Du warst es. Hallo. Was denn das? Um 21 Uhr, ja. Was ist das für eine Tür? Was ist das? Das ist die Nutzungstür, die ich nun gesehen habe. 21:30 dunkel werden. Nur mal so. Das sehen Sie ja. Zufällig so geht der eine Tür auf. Ich auf jeden Fall die erste Fackel an. So sieht der aus. Das muss so ein bisschen spezifischer werden. Jitterwände, was genau? Wir reden schon wieder so viele Leute. Das ist ein tolles Kunstwerk. Schade, dass hier kein Turm zum Turm springen. Der ist perfekt, ja. Also, ich meine jetzt nicht hier Jitterzaun im Sinne von Gefängnis, sondern so draußen mit Stacheldraht, Bums oben und so aus Holz oder aus Metall. Nein, das ist doch der, wo man. Werden Sie entsprechend ankündigen. Gibt's doch nichts, außer viele Stimmen. Das ist der, bei dem man. Ich verstehe leider kein Wort. Ich verstehe leider kein Wort, tut mir leid. Ach, das ist eine Mustertür, die kann man auch kaufen. Jetzt ist das Dauer an das Stand. Kriegen wir hin. Okay. Können Sie sich nochmal aufs Dach gehen, bitte? Die Rede fängt ja gar nicht an. Super hart. Aufs Dach gehen alle. Alle aufs Dach gehen, bitte. Okay. Alle bitte aufs Dach gehen. Hola. Bitte reinkommen und aufs Dach gehen. Wo ist das Dach? Alle bitte reinkommen, aufs Dach gehen. Der kleiner ist. Und zwar genau. Also nein, ich meine... Das ist das Dach? Also ich meine eine Handkopf. Okay, dann danke ich aber trotzdem. Henk, das musst du dir anschauen. Geh mal in den letzten Stock. Ja, mach ich, Johnny. Mach ich. Verstopfung! Schau dir das an, was da in der Mitte steht. Ich bin neugierig. Also der Sprung ging aufs Haus. Oh Gott! Oh Gott! Holy shit! Johnny! Da ist wieder so ein Fluchdingsbums. Das heißt, derjenige, der das gebaut hat, der ist vielleicht auch derjenige, der dich verflucht hat. Wie bitte? Oh, ich glaube, wir müssen aufs Dach die Vorstellung geben. Ich habe den gebaut. Ja, klar. Also, ihr könnt nur ich habe mir das gebaut. Friedhof, Mr. Platinum. Carlos, du hast das gebaut? Sie spezifisch ich habe das mal gebaut. Ich habe das verkauft. Weil der Johnny, der wurde verflucht. Und wir können den Fluch nur brechen, wenn wir den Urheber des Fluches ausfindig machen. Erzähl doch mal, Johnny. Ja. Ich meine jetzt aber nicht diese. Ja, ich habe auf meinem Dach so einen genau dieses Lagerfeuer-Dingsbums mit den Köpfen. Sind das echte Köpfe oder okay, sind das Plastik? Dann gehen wir einfach nach dem Event. Die hier sind, wenn die aus Plastik wären, wäre das doof. Die sind aus Steinen. Ach, aus Steinen. Ich habe gerade noch aus, was drin ist. Aber. Ja, aber Okay. Da drin habe ich schon geguckt. Ja, vielleicht habe ich ja. Das ist aber aus Steine, ist okay. Sehr, sehr gut. Ich glaube, ich weiß, danke dir. Auch wunderbar. Ja, weil ich habe sowas bei mir am Dach stehen. Und dann steht dabei ein Flugauftrag. Fantastisch. Ich würde Sie bitten, schon mal oben Platz zu nehmen. Wir wollen jetzt einmal die Rede. Gleich starten. Wir machen das und gucken das später. Wie geht's dir mit Mr. Platinum? Ja, was denn? Ich würde mich, Herr Lachsmann, aber freuen. Und ich ebenso. Das geht so nicht weiter. Ja, alles gut. Ich freue mich auf dieses Event. Kann man sich hier nicht. Aber wir müssen hier ein Schild aufstellen, eventuell. Ich krieg noch mal. 30. Wir nehmen die Pickelschule. Wir sind ja nach Radarkontrolle. Vorbeikommen mit so zwei. Irgendwie sowas. Dabei ja, haben Sie recht. Ja, ja. Das geht. Ah, gemütlich. Auch, und Herr Lachsmann, hat der Sie bezahlt? Was passiert denn jetzt bloß? Mich an, noch nicht. Ah, ja, stimmt. Wo ist denn ich würde eventuell was die beisteuern. Junge Dame, die so schön meine Füße passiert hat? Das ist ja wunderschön, was du anhast, ja, okay. Können wir ja klären, sobald er da ist. Ich schläft noch. Wir besprechen das später. Hier ist das recht laut. Ja. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ganz großen Platten von der Seite. Ich mache ganz kurz ein Nickerchen. Ah, jetzt bin ich ja gespannt. Ist die noch frei gewesen? Ja, ach, da war noch frei. Hey, und wie ist der Pool? Hey, guck mal. Guck mal, ich hab noch die passende. Den passenden Bodenbelag für deinen. Aber der ist nicht so warm. Weißt schon. Ja. Der andere Pool ist viel wärmer. Guck. Das passt. Ja, ich kann nur kurz reinpipien, dann wird's auch wieder wärmer. Schau mal, sogar die Schlotzens beehren uns. Okay. Natürlich. Wird schon gelb. Nimmt schon einen gelben Ton an. Die Liegestühle da hier, was sind das für ein Puff? Was passiert jetzt hier? Gut. Herzlich willkommen. Sie sind ja von ganz alleine leise geworden. Ich muss gestehen, ich bin
mehr als nervös, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass alle Plätze belegt sein werden und sogar noch welche stehen müssen. Sorry dafür. Erstmal ein herzliches Willkommen im Frustlos Wohnen. Alles, was Sie hier sehen, kann man auch käuflich erwerben. Dafür ist dieses Haus da. Es wird ab jetzt immer geöffnet sein. Das heißt, die Tür unten steht offen. Sie können sich jederzeit hier umschauen und können mir in den Briefkasten hier vorne oder schräg gegenüber, das ist meine Werkstatt, können Sie mir eine Bestellung aufgeben oder sagen, dass ich gerne mal zu Ihnen nach Hause vorbeikomme und dort die Inneneinrichtung vornehme. Der Herr Laxmann hat schon mal Folgendes ausprobiert. Und zwar die Situation, wenn man vor vielen Leuten redet, soll man sich die ja mal nackt vorstellen. Ich stelle mir einfach vor, dass hier ein Heli lang fliegt. Und genau das hat Herr Laxmann vor nicht allzu langer Zeit probiert. Allerdings hat er vergessen, sich auszuziehen. Und deswegen muss ich mich entschuldigen. Ein paar Sachen sind tatsächlich noch mal kürzlich kaputt gegangen. Wir haben es aber dank dem Ank und Jens in kürzester Zeit wieder hinbekommen. Also ich möchte Sie bitten, wenn Sie in diesem Haus unterwegs sind, das dürfen Sie frei, wie gesagt, betreten und Sie hören einen Heli, ziehen Sie sich gerne aus. Dankeschön. Was kommt da? Okay. Gut, ist kein Heli. Kein. Ja. Ziehen Sie sich gerne aus. Ausziehen. Dann fällt es mir vielleicht leicht. Übung. Übung macht den Meister. Ja, mein Name ist Gonchi. Ich betreibe dieses Möbelhaus hier. Wenn jemand unter Ihnen ist, der noch Arbeit sucht, ich suche Azubis, Mitarbeiter, was auch immer. Ich bin da quasi gerade alleine noch unterwegs, würde mich über tatkräftige Unterstützung freuen. Wir haben heute ein Catering, das ist für Sie kostenlos. Die Frau Suki wird Sie dort bedienen, hier zu meiner Rechten. Und gesponsert quasi vom Frustlos Wohnen und vom Roten Panda. Der Rote Panda wird morgen nach der Flugshow eine Aftershow-Party geben. Ist auch gar nicht weit von hier weg. Ich müsste jetzt gerade lügen. Frau Suki, sagen Sie mal kurz die Koordinaten. Also es ist am Wasser, das weiß ich. Ich war da schon, aber ich das wüsste jetzt nicht genau direkt die. Direkt auf R7. Auf R7. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich denke, es ist eine Show. Ja, dann ging der Tag heute gar nicht so gut los, beziehungsweise er war Mittwoch schon sehr spektakulär, weil ein Heli hier abgestürzt ist. Der General hat sich nämlich einen Kampf mit dem Heli geliefert, der hier Herrn Laxmann angegriffen hat. Das Unglückliche war, der General tötet ja alles, was er sieht. Unglücklich ist aber gewesen, dass der Heli meinte, er müsste hier auf dem Dach dann abstürzen. Das war schwierig, aber wie gesagt, das haben wir glücklicherweise rechtzeitig wieder alles hinbekommen. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf Bestellung. Das wird natürlich jetzt im Anschluss der ja, feierlichen Eröffnung etwas schwierig sein, dass wir uns da groß unterhalten. Aber in den Kisten hier rechts von mir, das sind so schwarze Kisten, die stehen auch unten auf der jeweiligen Etage. Da sind Preislisten drin, da können Sie die jeweiligen Preise erfahren. Und da sind auch Fackeln, wenn es hier mal dunkel ist, dass Sie ja, einfach bei Licht sich die Möbel auch nochmal anschauen können. Was leider schade ist, der Herr Jack Fleischhammer, der musste aus privaten Gründen kurzfristig für heute absagen. Ich habe aber trotzdem zwei Musikakte heute ja, engagieren können. Über dem Opa, es war mehr geplant, aber Sie wissen wahrscheinlich, der ein oder andere wird Opa kennen. Der ist ein bisschen vergesslich. Somit sind nicht alle da, die eigentlich geplant waren, aber nun gut. Wann geht das denn hier los? Ich würde sagen, die Frau Suki kann ja einfach mal mit einem musikalischen Act schon mal beginnen. Ich sage vielen herzlichen Dank. Ich halte nachher noch eine kurze Abschlussrede. Nach Frau Suki wird die Piano Lady nochmal für uns singen. Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Umschauen und ja, gut Möbel. Sagt man, glaube ich, hier so. Vielen Dank. Soki. Geil. Hey. Möbeln. Ich will ins Ohr spucken. Ja, hallo. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich bin nur Hobbysängerin und ich werde das, glaube ich, für Sie in A Cappella singen, damit hier ja, keine rechtlichen Sachen passieren. Wir wollen ja nicht, dass es wieder vor Gericht geht, ne? Also...
Ist das jetzt Selbstbedienung, oder? Okay, danke. Ja, gerne. Hier vorne die Kisten. Singe ich Ihnen Name des Lebens vor. Schön mit dem Rauschen des Ofens. Am Himmel breitet sich die Stille aus. Die Vögel fliegen in die Ferne hinaus. Sie wohl ein Ende sehen oder einfach weitergehen. Ist der Tag, an den ich denke, nur gedacht. Sanfter Wind kühlt mein Gesicht und weht mir durch mein Haar. Einzuatmen fällt mir jetzt schon so viel leichter. Nicht so wie zuvor. Ich erinnere mich daran, so wie es sonst keiner kann. Eine leise Stimme dringt aus der Ewigkeit mit in einem Leben nur. Folge ich stetig meiner Spur bis ans Ende dieser Welt, dass das Glück verborgen hält. Ich halte es fest, bis es uns wieder vereint in Ewigkeit. Ein weißer Ball liegt flach am Wegesrand. Zwei Blütenblätter landen auf meiner Hand, sind auf unbekannten Pfaden, die sie nicht zu sehen wagen, ehe sie für immer auseinandergehen. Es gibt Rätsel, Lügen, Freuden, die die Welt erfüllen. Sie sind bei uns, doch wir können sie nicht sehen, nur nach langer Zeit. Ich erinnere mich daran, so wie es sonst keiner kann. Eine leise Stimme dringt aus der Ewigkeit mit in einem Leben nur. Folge ich stetig meiner Spur bis ans Ende dieser Welt, dass das Glück verborgen hält. Ich halte es fest, bis es uns wieder vereint in Ewigkeit. Wuhu! Suki! Yeah! Suki! Danke! Ja, das ja, richtig schön. Dankeschön, vielen Dank. Das war mega. Vielen Dank, Suki. Und falls Sie noch was zu essen möchten, das Catering ist heute umsonst, kommen Sie gerne vorbei. Genau. Wenn es nur geht, beim Singen nicht groß sprechen, aber ich glaube, das erklärt sich von allein. Sie kriegen dann Essen von der Frau Suki gestellt. Als nächstes Act. Als nächsten Act kann ich die Piano-Dame vorstellen mit der engelsgleichen Stimme. Und ich sehe sie gerade nicht, aber irgendwo habe ich sie schon gehört. Die tritt jetzt als ja, na, ja. Kommt sie. Crazy. Wunderbar. Genau. Ja, mal schauen, was jetzt passiert. So, ups, einen Moment. So. Ja, sie freut sich, jetzt Spaß. Jetzt geht's wieder gut. Ah ja. Und zwar, ich spiele ein Cover als erstes und das Lied heißt Visions of Gideon. Also viel Spaß. Visions of Gideon. Kenn ich nicht. Achso, wartet mal. Hatte einer von euch eine Gitarre? Was? Eine zufällige Gitarre? Ich habe vergessen, mein Musikinstrument mitzunehmen. Ich habe keine dabei, no. Ich habe keine dabei. No. Oh ja, ich habe immer eine Gitarre dabei. Okay, dann stellt euch vor, ich habe jetzt mein MP3-Player dabei. Spielt jetzt den Gitarrensound für mich. Nee, alles gut. Das klappt schon so. Okay. Hey, oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum? Das war knapp. Das finde ich jetzt nicht okay, das mit seinem mich halt Heli die Show der Dame zu stören. Das mich an vorhin. Da ist die Gitarre. Ja, da liegt eine Gitarre. Guck mal, da liegt eine Gitarre. Okay. Oh, danke schön, vielen lieben Dank. Da
Dann schwimmen wir das auf der Gitarre. Dann let's go. Einen Moment. Ich brauche nur den Text. So. Also in der Zeit habe ich ja schon ehrlich gesagt mehrere Stühle gekauft. Oh. I've loved you for the last time. Is it a video? Is it a video? I've touched you for the last time. Is it a video? Is it a video? For the love, for love, I flew out to your arms. Is it a video? Is it a video? For the love, for love, I flew out to your arms. Is it a video? Is it a video? Is it a video? I've left you for the last time. Visions of Gideon. Visions of Gideon. You for the last time, visions of Gideon, visions of Gideon. For the love, for love, I flew up to your arms. Is it a video? Is it a video? For the love, for love, I flew up to your arms. Is it a video? Is it a video? For love, for love, I flew up to your arms. Versions of Gideon, 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 versions of Gideon. Also wenn ich jetzt einfach aufstehe und gehe, wäre das sehr unhöflich. Deswegen bleibe ich natürlich noch ein bisschen sitzen. Weil ich will jetzt nicht der Depp sein, der einfach dazwischen läuft. Also das macht man nicht. I have left you for the last time. Is it a video? Is it a video? Atemberaubend. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Okay. Dann der nächste Song, da kommen wir, den habe ich tatsächlich selbst geschrieben mit meinem besten Freund. Hm. Und ich könnte einfach rückwärts hier runterspringen. Ich bin das würde eigentlich niemandem auffallen, aber mir gefällt es gut, was ich mache. Ich finde das toll. Und mir fiel es tatsächlich anfangs hier richtig schwer. Manchmal habe ich gedacht, es ist gut, sich in eine andere Rolle zu bringen. Und dann war ich manchmal als Wahrsagerin unterwegs, manchmal auch einfach als jemand, der Leute anzündet. Aber dann habe ich bemerkt, manchmal muss man einfach erstmal zu sich selbst finden, bevor man überhaupt jemand anderes spielt. Deswegen, ja, freut es mich, dass wir hier alle so viel Spaß haben. Dankeschön dafür. Wow. Ja. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Ja, die Dame war ja damals auch in der Frank Platinum Show, nicht? When my love is fading, why am I so
Reflection. Everything is coming. Hat sie den auch nicht damals Why do I in der Frank Gladwin-Show performt? Ich dachte, der wäre nur für mich geschrieben gewesen. Da 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 when my soul is fading why am I searching nothing will be ending I feel like I'm running, running. Da 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 da. No, why you're feeling so low? Why am I searching? I don't want this overthinking, overthinking. I don't want this overthinking. I don't want to overthink. I don't want this overthinking. I don't want to overthink. I don't want this overthinking. But my head goes like this. Da 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 da. Vielen herzlichen Dank. Besser hätte ich es gar nicht sagen können. Genau, hier noch ein bisschen Schoko für dich. An dich. Oh, danke schön. Ich liebe Schokolade. Vielen lieben Dank. Und ich verschenke ja Schokolade. Vielen herzlichen Dank, dass ihr den Moment ja mit mir, mit uns genossen habt. Der liebe Carlos wird jetzt noch so ein bisschen ja, Begleitmusik beim Umschauen, bei den Möbeln spielen. Wir haben auf der auf meiner linken Seite haben wir noch einen großen Pool, da ist Wasser drin, da können Sie, wenn Sie wollen, auch noch ein bisschen schwimmen gehen. Schauen Sie sich in Ruhe um, werfen Sie Ihre Briefe, Ihre Bestellwünsche gerne in die Briefkästen oder sprechen mich an einem anderen Tag einfach an. Ich sage vielen herzlichen Dank. Wenn es dunkel wird, gibt es noch ein kleines Abschlussfeuerwerk und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und noch viel Spaß. Yeah, Feuer! Hey! Wuhu! Feuerwehr! Danke! Holen Sie sich was zu essen! Wir haben Pommes und gebratenen Fisch! Ich hätte gerne einmal Pommes mit gebratenem Fisch! Hey! Mach mal deine Bestellung! Hallo! Ich hätte gerne einmal die Pommes-Schranke mit gebratenem Fisch, bitte! Pommes-Schranke mit gebratenem Fisch! Kommt sofort! Ich hab gesagt, natürlich übernehme ich den Fall. Und wir müssen nur noch... Ach, machen Sie die ganz frisch? Drache?
Ja, genau. Sie mit Pommes Salz oder ohne Pommes Salz? Mit Salz, bitte. Ich bin gerade kaputt im Kopf. Quatsch. Ja, gerne. Ich habe einmal 2 Minuten, ich bin kaputt im Kopf. Einmal ganz kurz, ich stelle mich in die Ecke und bin kurz kaputt für 2 Minuten. Heute oder morgen zu einer Uhrzeit. Vielen Dank. Oh, das sieht aber köstlich aus. Dankeschön. Ja, lass mich mal ganz kurz überlegen. Hallo. So, was gibt's jetzt hier? Ich hab einmal dasselbe. Was kostet das denn? Okay, das ist ja ganz gelb. Da hat ja offensichtlich jemand reingepinkelt. Selber knapp. Oh. Was macht der? Wieso? Auf was schießt der denn? Beim Drehen? Aber ja, wann es ihm passt. Bis 24 Uhr. Ah, guten Tag, Frau Dinge. Also ich sag mal, was wäre der schnellstmöglichste Termin? Auf was wieso schießt der auf diese arme Person? Hallo, wieso schießen Sie denn auf diese arme Person dort unten? Dann hätte ich gern sowas eingebracht. Okay. Ist der denn auch von Herr Lachsmann? Einen Moment, ich gucke mal kurz da in meinen Termin. Ach, da ist so. Dann sehr gerne. Das mundet mir. Wenn du so Tee willst, kann ich dir auch welchen kaufen. Igitt, junger Mann, sehen Sie nicht, dass da ganz offensichtlich Pipi drin ist? Gefunden. Das Wasser ist doch ganz gelb. Mit ohne alles. Ja, aber mit Pizza. Auch ohne Salz? Was hab ich denn überhaupt zu essen bekommen? Warum du diesen Dreh mit Salz? Frau Laura, sie glänzen wie immer. Lecker. Kann ich eine rosane Pizza dazu haben? Ich habe zum Beispiel keinen Pool. Ich könnte mir mal an. 19 Uhr morgen. Was haben wir denn hier für Pool? Ich habe Bock, ein bisschen rumzupoolen. Es gibt ja nur diese beiden Poolmodelle hier. Was kostet denn so ein Pool? An wen willst du die Info denn ausplaudern? Also, ich möchte ja nur, dass er diesen Brief liest. Hallo? Was kostet da? Ich mag's sehr gerne. Professor Cornelius, mein Name. Hey, Frank! Ja, hallo? Ja, hallo, ja, rot-weiß hört sich gut an. Dann sehen wir uns dort. Hier ist doch etwas voll. Was? Hey, Frank! Ja, wer redet? Hallo. Ich hüpfe. Dankeschön. Ich auch nicht. Ich kann dir gerne für die Kugeln geben, ja. Turtle redet. Und du kannst hier noch eine Pommes rot-weiß nehmen. Die vorhin war so lecker. Eine Pommes? Hier. Wo ist denn hier? Die war sehr lecker. Hier sind so viele Leute. Die Turtle. Hier sie? Ich bin nicht das Verwechselprogramm. Dankeschön. Ja, genau. Darf ich dazu Ihnen mal reinkommen? Hallo, guten Tag. Was haben Sie denn? Gemütlich ist doch Platz für 50 Leute hier. Warte, sich aber die Böcks aus. Was? Ach, wissen Sie, ist mir egal. Macht mir nichts. Ja, tut gut. Das tut dem Körper gut. Also bleibt der. Hatten Sie mich gerufen unter uns oder was? Ja, gibt's nächste Woche noch eine Frank Platinum Show? Ja, nächste Woche Freitag gibt's noch eine Frank Platinum Show. Freitag. Was? Hat ja was von Stefan Raab gehabt, ne? Da wollte ich nochmal großes Lob aussprechen. Genial. Vielen Dank. Wer ist Stefan Raab? Kommen Sie raus, Herr Bohne. Okay. Danke. Dann kann man hier auch so Ratenzahlungen machen. Der mit der Krone auf dem Kopf. Ja, ich wusste es nicht. Pro 17. Pro 17? Ach ja, ich bin der Channel 1 gewesen, deswegen Channel 17 ist ein bisschen weit hinten. Aber vielen lieben Dank, ich nehme das als Kompliment an. Ohne Verstecken. Und freue mich sehr und gebe das auch weiter an die Leute, die hinter der Show erbarmungslos hart gearbeitet haben. Verstehe. Das sage ich natürlich nur, um bescheiden rüberzukommen. In Wirklichkeit habe ich die ganze Arbeit. Texas Tony! Hallo! Oh, ich habe nicht zugehört. Was hatten Sie gesagt? Nee, ich hatte nur gesagt, der Turtle Beat hatte gerade gesagt, großes Lob an die Leute, die hinter der Kamera die ganze Arbeit gemacht haben. Das ist eine gute Idee. Sie waren ja eigentlich der Einzige, der die Arbeit gemacht hat. So habe ich das, war meine Wahrnehmung. Ja, aber Herr Toni, so kann man natürlich nicht rausgehen. Sonst werfen die Leute einem Unbescheidenheit vor. Übrigens, nächste Woche Freitag gibt es die nächste Show. Ich würde mich sehr gern vorher ab nochmal mit Ihnen zusammensetzen. Echt, viel Spaß.
Das hatte ich, da bin ich ehrlich, ich hatte das belauscht und ich habe bei mir eine kleine Testbereitschaft. Wenn Sie mal vorbeikommen können wollen, könnte ich Ihnen eine kleine Idee von mir zeigen. Ja, wann wollen wir das denn machen? Wollen wir da jetzt direkt hin? Wann auch immer es Ihnen passt. Ja, meinetwegen können wir da jetzt schon hin. Ich wollte mir eigentlich einen Pool kaufen, aber da wurde überall schon reingepinkelt. Okay, er fällt. Also von mir aus können wir auch das eben schnell machen. Ja, aber wie funktioniert das? Das dauert auch nicht ewig lang. Ja, das finde ich eine ganz gute Idee. Wir können einmal, wir gucken uns einmal hier noch um, was hier los ist, und dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Würde ich mitkommen. Ja, sagen Sie einfach Bescheid. Ich bin hier. Okay, ich gucke noch einmal ganz schnell, warum die Leute hier rumballern. Ich habe Karos gefunden. Was ballert ihr? Hallo. Was sein Haus? Bisschen eng die Tür. Da unten stehen Zielscheiben, deswegen wird geballert. Ja, bitte. Das ist doch hier ein Schießstand. Das ist ein Möbelhaus. Also Schranke, ja? Danke dir. Ja, cool. So, bitteschön. Guten Hunger. Dankeschön. Was haben wir hinten noch? Sorry, mein Freund. Das ist doch Tony. Ist hier noch irgendwas? Funktioniert. Tolle Tür. Ja, also sonst. Carlos? Sie? Sag mal, wo wohnst du eigentlich? Ist nicht? Also ganz unverblümt fragen darf. Frau Suki. Na, alles gut. Werden wir das wissen? So, ist Soul von der Bar. Hab ich genug gesehen? Wo ist Tony? Herr Gonchi, wo sind Sie? Was ist Tony denn? Wohnst du oben beim Klavier? Rechts sehen wir der Bar. Hätten Sie Platinum da? Warum? Noch Zeit für ein kurzes Beratungsgespräch. Es kann ich komme gerne nachher vorbei, ja. Ich habe Ihre Bestellung gesehen. Wo ist Texas Tony hin? Gebäude reingekutschert ist. Ah, perfekt, perfekt. Ich verstehe das nicht. Das ist aber nicht gut. Tony? Ja. Hey, Frank! Tony! Was, ja? Es war oben beim Klavier. Guten Tag. Okay, sehr gut. Wir geben dir dann noch voll. Was, wie kann ich denn von Diensten sein? Zu Diensten. Kriegen wir hin. Wollen wir ein Duell austragen? Ja, Klamotten doch keine gute Idee. Nur bist du schon mal Bescheid. Das in welcher Kategorie denn? No problemo, kann passieren. Outfit? Schießpulver. Schießpulver. Naja, Sie sind mir ja einer. Einfach wildfremde. Speerweitwurf. Moderatoren töten wollen. Ja, mir. Aber da mache ich natürlich nicht mit. Aber ich hätte jemanden, der statt meiner kämpft. Toni? Toni? Ja, ich komm hoch. Toni? Toni, komm mal her, komm mal bitte kurz. Dieser Herr hier, Turtlebeat, der hat uns gerade herausgefordert, in einem Duell auf Leben und Tod auszutragen mit Schießkolben. Und da habe ich direkt gedacht, nee, also der Toni, der hat bisher noch jedes Duell gewonnen, habe ich gedacht. Und da habe ich sie direkt angemeldet. Oh ja, das würde ich gern nehmen. Ja, das ist. Ich glaube, ich weiß auch, wo Herr Turtlebeat hin will. Ich wäre natürlich bereit, deine Ehre zu verteidigen. Also, wenn der Toni mit Ihnen fertig ist, dann können Sie sich Turtlebeat nennen. Das kann ich Ihnen schon mal sagen. Ich übernehme den Frank Platinum Soul. Ich mache sie Turtle, zu. Wissen Sie, wo die Duell-Range ist? Turtle! Herr Gonchi, hier warst du in der Tür auf. Ja, man muss sich ja Ziele setzen. Wie läuft das denn jetzt ab? Wo soll Toni ihn denn komisch den Gar ausmachen? Ja, danke. Keine Ahnung, was das ist. Ja, kein Ding. Ja, das ist mir egal. Wann und wo ist egal. Kommt jetzt das Toni, Feuerwerk? Sie dürfen das bestimmen. Treffen wir uns gleich ja, an. Feuerwerk Lira. Kommt gleich. Wissen Sie, wo die ist? Nein. Oder? Die Duell Ranch ist auf der Grenze von X16 zu X17. Y16 zu Y17. Ja, da können wir ein Duell austragen. Ein Feuerwehr! Ja, und gestern Abend um die Show von Frank Platinum, ob sie Freitag stattfindet oder ob sie mir gehört. Die sind der Größen wahnsinnig. Das müsste Frank entscheiden. Wow! Ich übernehme die Moderation. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie gewinnen sollten, dann bekommen Sie eine Eintrittskarte für Sie und eine Begleitperson zur nächsten Frank Platinum Show. Das ist, glaube ich, mehr, als sie sich erträumen könnten. Okay.
Aber Toni möchte auch was bekommen, wenn er gewinnt. Nur an der vordersten Reihe. Natürlich vorderste Reihe. Ich habe nur die besten Plätze. Frank Platinum Show, die einzige Show, nur mit den besten Plätzen. Aber Toni, du darfst dir auch was aussuchen jetzt. Was willst du denn haben, wenn du gewinnst? Ich möchte, dass Herr Bleed dafür sorgt, dass der Name von Herrn Frank auf der ganzen Insel bekannt wird für die beste Show auf Erden. Das ist seine Aufgabe. Für die beste Late-Night-Show meinst du wohl eher? Nee, das ist eine Unterkategorie. Oberkategorie Show, Unterkategorie Late-Night-Show. Ich finde das schon gut. Das als Show, das finde ich schon gut. Die beste Show der Welt, das gefällt mir gut. Der war echt toll. Entschuldige, wenn ich mich da jetzt so kurz einmische, aber ist das nicht dann ein bisschen wenig, so zwei Eintrittskarten gegen einen Auftrag, die ganze Insel zu überzeugen? Ich meine, Frank, ich will dir da jetzt wirklich nicht irgendwie in den Rücken fallen, aber... Johnny, kennst du die Geschichte von der schönsten Frau der Welt? Auch, echt, also... Also, es gab einmal zwei Ritter. Und der eine Ritter hat den anderen Ritter herausgefordert und hat gesagt, wenn ich gewinne, will ich deine Burg. Und der andere Ritter hat gesagt, okay, wenn ich gewinne, will ich, dass du die schönste Frau der Welt, dass du allen Leuten sagst, dass das die schönste Frau der Welt ist. Stellt sich raus, das wusste schon jeder. Das war ein Gentleman-Angebot, weil natürlich jeder schon weiß, dass sie die schönste Frau der Welt war. Verstehst du, worauf ich hinaus will, Johnny? Johnny? Nein, ja. Verstehst du? Ja. Verstehst du das? Ja, natürlich, aber wieso willst du die schönste Frau der Insel sein? Ich versteh's nicht. Johnny? Das war im übertragenen Sinne gemeint. Johnny? Bleib jetzt bei mir, Johnny. Also, ich würde dich gerne übernehmen. Okay, ich glaube. Jetzt hab ich's verstanden. Ja. Und Frank will Francine heißen in Zukunft. Verstehe ich. Ja, dann kämpft's drum. Los. Ja. Ich will nur Blut sehen. Ich wusste nicht, dass wir deine Erlaubnis dafür brauchen, Johnny, aber ich nehme sie gern. Ja, oh, lass mich hier los. Ich will weg von hier. Okay, dann. Aber kennen Sie die Regeln für das Duell? Sie gucken sich schon so böse an. Das ist richtig schon gefährlich jetzt. Okay. Hallo. Das ist ein Mexican Standoff, das heißt ja, nur Revolver und nur Lederrüstung. Hallo. Was willst du denn? Das müssen Sie die Frau Suki fragen, die ist für das Catering zuständig. Da vorne am Grill. Also ich würde die Show ganz gerne übernehmen. Pommes Rouvis kann ich empfehlen. Sonst einfach selbst bedienen. Pommes Rouvis ist immer gut. Vielen herzlichen Dank. Ja. Habt ihr toll gemacht. Ja, sehr gerne. Ist nichts falsch. Dass ich es machen durfte. Also ich wäre bereit. Sie können sich einfach bedienen. Ich komme gleich wieder. Ich habe was im Restaurant. Seid ihr noch da? Ja, wo sollen wir denn hingehen? Ich bin noch da, natürlich. Ja, weiß ich nicht. Das klang so, als würdet ihr ein Duell austragen wollen, aber. Ich würde den gerne übernehmen. War eine schöne Eröffnung. Danke. Danke dir. Ja, ist gut. Also, ich bin nur zum Kämpfen da. Für die Einsätze ist Herr Frank. Audi, Partner. Audi. So, Leute, also. Ich sehe schon Turtle Beat, dir geht jetzt ein bisschen der Kackstift. Aber jetzt müssen wir es zu Ende bringen. Also, ich würde vorschlagen, wir machen uns auf den Weg. Das ist echt fein von dir, danke. 21. ist damit erledigt. Auf geht's! Das würde ich auch so sehen. Es gibt kein Zurück mehr. Yeah. Kein Zurück. Hinter eine Windmühle oben. Alle hinter Toni her. Ja, ich sammle. Der Toro, der Bruch. Howdy, Partner. Mindestens 20 Stück für morgen, für irgendwas. Ja. Ich würde die abkaufen dann. Starten Sie gerade? Die einfach ab. Was brauchen Sie? Nein, ich erhole. Okay, aber ich bin mir nicht gerade sicher, ob du die Regeln des Duells mitgekriegt hast. Wunderbar, das freut mich. Lederrüstung und Revolver, ist ein Mexican Standoff. Wann wollen wir uns denn ungefähr bei Ihnen treffen? Ich habe kein Leder. Seine eigenen Gedanken. Gerne. Der hat kein Leder. Wir können ja nicht in Metallrüstung gegen einen Cowboy antreten. Hallo, ich glaube, das wäre sehr unfair. Ich kann dir eine Lederrüstung hier ablegen. Sehr gerne. Bodypartner. Ja, dann bring ich dir gleich Lederrüstung mit, mein Freund. Ach, ja, richtig. Ja, dann kommen Sie gerne um 23 Uhr. Guck mal, ist das nicht der Hammer? Der Toni bringt dir sogar noch Rüstung mit. Machen wir so. Bis später. Wie geil ist dieser Typ? Ja, nachdem ich ihm auch schon drei Pferde besorgt habe. Ich habe keine Revolver. Was hast du denn eigentlich? Außer eine große Klappe. Ja, das ist Spielzeug in der Hand. Ja, das ist Spielzeug in der Hand.
Ein Duell zwischen Männern das findet ist eine Wummel. Mit einem Revolver statt. Ich habe Bauch sein. Es geht nicht darum, dass ich nicht eine Wumme habe. Es geht darum, dass man ein Duell mit einem Revolver austrägt und nicht mit einer Wumme. Ich habe keine Revolver. Dann bringe ich dir auch noch einen Revolver mit meinem Gott. Sie fordern zu einem Duell und kennen nicht die einfachsten Regeln eines Duells. Das ist ein bisschen peinlich. Ich kümmere mich halt um den großen Stuff. Nicht um kleine Piep-Männers. Ich liebe dieses Anscheinend Lied. Um eine große Klappe kümmern sie sich. Ich würde sagen, wir treffen uns da gleich und ich bringe alles mit. Wir treffen... Oh, der Talk ist gut. Wir tragen das aus. Wir tragen das aus und dann werden wir sehen, wer ausgetragt wird. Denn ich trage euch nicht aus. Also der Trash-Talk ist schon mal... Ja. Der haben sie drauf. Muss ich sagen. Ich trage euch aus. Herr Turtlebeat, wenn das nächste Mal ein Möbelhaus eröffnet wird, sehe ich gute Chancen für Sie. Nein. Carlos, hast du mir die Wenn ich das Duell gewinne, dann trage ich sie aus der Liste, weil dann ist das meine Show. Howdy, Partner. Oh, ja. Also, dann auf geht's. Wo müssen wir denn lang? Ihr starrt euch schon die ganze Zeit an. Jetzt ist es Zeit, Butter bei die Fische zu machen. Ich muss da noch kurz, müssen wir bei mir vorbei, weil ich noch die Sachen für Herrn Beat herstellen muss. Aber das geht ja schnell. Ja, das geht ja in der Heartbeat. Houndly Partner. Bei mir könnte noch jemand mitfahren. Ja, ich komme mit bei dir, Toni. Zeig. Ja. Da kannst du mir mal direkt. Oh, dein Auto ist ja beschädigt. Wir treffen uns da gleich. Wehe, kommt nicht. Meinen Sie, die ziehen den Schwanz ein? Ich komme. Ich gehe davon aus. Ich meine, die Austrade, dass er die ganzen Waffen und Rüstung nicht hat, ist doch schon eine große Verarschung. Das ist völlig lächerlich, oder? Der hat auch noch nie ein Duell gefochten, der Mann. Früher hat man zu solchen Leuten gesagt, das ist eine Kuhficker. Ich glaube, das sagt man heute auch noch, Herr Toni. Ja, ich weiß immer, diese modernen Zeiten weiß ich immer nicht. Wir haben früher einfach gesagt, das ist eine Kuhficker. Ja, das sagt man heute noch. Also das sage ich oft im Nachhinein auch über Gäste, die bei mir waren. Ach, hier wohnen Sie? Hier war ich ja noch nie. Ja, hier. Ah, das ist ja schick. Hier sind wir bei Texas Tony. Ach Mensch. Die haben ja so Motorrad. Kommen Sie bitte rein, Herr Frank. Sehr gerne. Sehr geräumig haben sie es. Ja, ich könnte Ihnen gleich noch zeigen, was sich dahinter verbirgt. Ja. Ich würde sagen, ich stelle eben schnell die Produktion an. Und während das produziert, das. Kann ich Ihnen noch schnell meine Gameshow-Anlage zeigen. Das ist eine sehr gute Idee. Ich glaube, das kriegen wir in der Zeit hin. Dann legen Sie mal los. Alles hier richtig perfekt geordnet, ne? Das mag ich hier. Elektronik, Klamotten. Tools, Crafting, Mats, Karten, alles hier feinst säuberlich, damit man das wiederfindet. Oh, finde ich gut, gefällt mir. Kein unnötigen Schnickschnack. Es ist ein Mann, der sich aufs Wesentliche beschränkt. Entschuldigen Sie, dass ich gerade ein bisschen still bin, aber ich möchte mich schnell konzentrieren, damit wir schnell los können. Sie sind nicht für Ihre Worte, sondern für Ihre Taten berühmt, Herr Toni. Danke für diese netten Worte. Ja, hier auch schön, hier ist es eine. So, dann kommen Sie noch kurz mit, dann zeige ich Ihnen kurz die Anlage. Ja, sehr gerne. Ach Mensch, die haben sie. Oh, versteckt! Normalerweise sind ja die Pflanzen hinter der Geheimtür versteckt. Bei Ihnen ist es andersrum. Das ist korrekt, mein Freund. Also das ist hier nur praktisch schnell aufgebaut, damit Sie die Idee sehen können. Ja. Sie sehen ja hier diese Buttons. Ja. Und das Konzept wäre, man kann diesen Button drücken, dann geht ein Licht an. Aha. Sodass man sieht, wer den Button gedrückt hat. Und praktisch, wenn ich den Button drücke, kann die zweite Person nicht bei sich das Licht auslösen. Das heißt, man würde auch immer sehen, wer sozusagen zuerst gedrückt hat. Toni, Sie sind ein Genie! Das ist super! Das könnte man mit drei Buttons machen. Dann könnten drei Leute in einer Art Quizshow gegeneinander antreten. Verstehen Sie? Toni!
Sie sind ein Genie. Genau das machen wir. Wir machen ein richtig großes Quiz mit drei Leuten und bauen das genauso auf. Sie haben es bereits, Sie haben mich überzeugt. Sie haben mich bereits überzeugt. Das ging sehr schnell. Das freut mich. Ich glaube, das könnte eine große Spaß werden. Ein sehr großer Spaß. Da machen wir ein richtig schönes Quiz mit tollen Gewinnen. Ich bin begeistert. Darf ich mal drücken? Das würde mich freuen. Natürlich. Sehen Sie, und ich kann jetzt hier nicht drücken. Ja. Meine Lampe geht nicht los. Okay. Sie geht ein bisschen später los, aber das kann ich wahrscheinlich auch noch blocken. Herr Toni, wir machen ein riesiges Quiz nächste Woche Freitag. Das ist geil. Da habe ich sehr große Lust drauf. Und jetzt haben Sie ein Duell zu gewinnen. Das ist korrekt, mein Freund. Dann können wir auch los. Okay. Gehen Sie bitte vor. Ach, ja, ich bin unten. Ihre genetisch überlegenen Pflanzen wachsen aber auch prächtig. So, wir können los, mein Freund. Ich bin soweit. Ihnen haben ja gerade meine Tore gefallen. Ich möchte ja noch. Das könnte man eventuell noch für eine neue Show-Element nutzen. Sehen Sie, ich habe hier so einen Beeper. Und damit kann ich. Oh, so, Herr Toni, au! Au! Okay, au! Warum brennt's hier? Und wer hat Schmerzen? Ja, aha, aber es geht schon wieder. Das hatte ich nicht gedacht. Oh, kein Problem. Die Narben sind nur äußerlich. Oh, innerlich bin ich viel vernarbter. Puh, aber es geht schon wieder. Danke. Hui, das war heiß. Okay, ich wollte Ihnen eigentlich nur zeigen, dass man mit sowas natürlich noch ein lustiges Spiel machen kann. Ich hatte vergessen, dass ich die Anlage scharf geschaltet hatte. Ja, das sollte man nicht vergessen. Das ist sicherlich richtig. Ja, das ist doch kein Grund zu lachen, werter Herr Tau Tau. Ich hatte gerade Au-Au. Also ich lache nur über Toni, nicht über ihr Leiden. Das ist völlig zu Recht. Vielleicht muss ich mir jetzt auch noch ein bisschen Medizin mitnehmen für das Duell gleich. Ja, Sie müssen in bester Gesundheit sein, wo Toni. Wir haben jetzt ein Duell. Ja, genau. Ich würde Sie herzlich einladen. In der Wüste? Toni. Ja, exakt. Toni weiß, wo es lang geht. Wo ist er denn? Ja, Toni? Der ist gerade rausgegangen, Medizin holen. Ah, da muss ich Medizin holen. Also ich wollte mich gerade Toni fragen. So, Frank, brauchen Sie noch ein bisschen Heilung? Sag mal, Toni, wo finden Sie das? Mir geht's gut. Gut. Na, vielen Dank. Ja, gut, die schmeiße ich schnell rein. Aber ich muss ja nicht kämpfen. Hauptsache, Ihnen geht's gut. Das Duell findet Y16, oh, Y17 oh, statt. Geil. Direkt an der Grenze, aber von der Straße aus sieht man es schon. Dann sehen wir uns gleich dort. Wunderbar, meine Freunde. Wir werden auf euch warten, damit ihr die Show nicht verpasst. Wollen wir los, Herr Frank? Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich komme. Das ist in der Wüste. Das ist in der Wüste. In der Wüste, okay. So, ich steig da mal hier ein. So. Natürlich. Bei Gelegenheit müssen Sie mal Ihre Scheiben reparieren. Ja, das ist gar kein Problem, aber wissen Sie, wenn das Auto ein bisschen kaputt aussieht, dann will es ihm auch keiner klauen. Ja, das ist wie mit meinem Herzen. Ah, da wohne ich. Ist Ihr Herz kaputt? Ja, wissen Sie. Au! Passen Sie doch auf! Wissen Sie nicht, wer wir sind? Wir sind auf dem Weg zu einem Duell! Das ist ungeheuerlich! Hallo? Ungeheuerlich. Entschuldigen Sie, gucken Sie mal, was Sie angerichtet haben. Die ganzen Scheiben sind zersprungen und wir haben. Mein schönes Auto. Mein armes Pferd. Ja, gucken Sie mal, auf welcher Straßenseite Sie reiten. Also, ich mag Sie gerne, aber Sie sind auf der falschen Straßenseite geritten. Ja, es tut mir leid, ich hatte eine Praline zu viel. Das klingt wie ein toller Abenteuerroman.
eine Praline zu viel. Ja, möchten Sie auch Pralinen? Ist das eine Drohung oder eine Einladung? Oder beides? Das ist Schokolade. Die erste Frage bei dem Quiz wäre denn, von was hatte Frau Hasi immer zu viel? Ja, das machen wir. Das ich habe immer zu viel Schokolade, Intus. Aber denken Sie doch an Ihre Gesundheit. Wissen Sie, Sie dürfen Texas Tony jetzt nicht mit Alkohol vollpumpen, weil der hat jetzt ein Duell. Ja, Tony hat ein Duell? Das ist korrekt. Es geht um die Ehre von Herrn Frank. Ist das heute? Das steht nicht in der Zeitung. Das war schon gestern, aber das ist gerade ein Spontan-Duell. Ach so, okay. Wissen Sie? Genau, dann wünsche ich dir viel Glück. Das braucht er nicht. Er hat sein Können. Und er hat mich. Hier, ich gebe Ihnen Gratis-Sprit für den Schaden. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Schasi. Sie haben mir Schokolade gegeben. Hier ist doch gleich meine Tankstelle gleich. Das ist super plus, das ist echt ein super. Na gut, ich pack's mal ein. Fünf haben wir bekommen. Wer weiß. Genau. Vielleicht müssen wir noch was abfackeln unterwegs. Danke sehr. Oha. Tschüss, Hasi. Ciao. Oh, ich glaub, ich hab's jetzt. Kennen Sie die Dame? Ich glaube, Hasi, die jetzt angefahren ist. Naja, eine gelegentliche Kontakt, möchte ich sagen. Verständlich. Ah, ich verstehe schon. Sie müssen mir nichts erzählen. Ich bin ja im Showgeschäft da. Ich weiß, was Sie meinen. Ja, das vermute ich, Herr Frank. Sie sind auch noch so jung. Lassen Sie sich nicht direkt auf was festnageln. Machen Sie nicht denselben Fehler wie ich. Meine Oma hat immer gesagt, verbinde dich nicht, sonst bist du gebunden. Ja, da hat Ihre Oma völlig recht. Lebt Ihre Oma noch? Meine Oma lebt noch, aber sie hat mittlerweile nicht mehr so viele schlaue Sätze auf Lager. Also sie war mal eine sehr weise Frau. Und jetzt ist sie ein bisschen dement, oder wie darf ich das verstehen? Ja, die Ärzte sagen, sie hätte ein bisschen zu viele Vögel im Kopf, verstehen Sie? Also Vögeln habe ich auch häufig im Kopf. Wäre jetzt eine Antwort, die ich gegeben hätte vor 20 Jahren, als ich noch jung und knackig war. Aber wissen Sie, in meinem Alter macht man solche schlüpfrigen Gags nicht mehr. Natürlich nicht, aber wir sind ja hier unter uns. Uns hört ja niemand zu. Da kann man das auch nur ruhig mal sagen. Das ist das Gute. Wissen Sie, wenn ich so einen Gag vor der Kamera bringen würde, dann, das würde mich die halbe Karriere kosten. Ja, und das zu Recht, muss man sagen. Muss man wirklich sagen. Das geht ja nicht. Solche Witze gehen nicht. Nein, da ist auch einfach nicht mehr die Zeit für. Wissen Sie, früher hätte das vielleicht noch funktioniert, aber die Leute heutzutage, die sind da wesentlich sensibler. Die wollen sowas nicht hören. Ja. Und das natürlich auch völlig zu Recht. Da bin ich voll bei Ihnen. Ich könnte solche Witze eigentlich gar nicht machen. Mir würden die gar nicht über die Lippen gehen. Davon würde ich ausgehen, Herr Frank. Sie sind ja... Wissen Sie, trotz Ihrer Erfahrung und Ihrer Zeit im Showgeschäft sind Sie ja immer noch auf der, wie sagt man, irgendwas mit Zeit, auf dem Zahn der Zeit oder sowas? Auf dem Höhepunkt des Schaffens. Und am Zahn der Zeit. Ach, so nein. Das steht außer Frage, Frank. Ja, wissen Sie, Zahn der Zeit. Bruce McKenzie hätte so einen Gag vielleicht gemacht, ne? Aber das ist ja auch genau das, was uns unterscheidet, den Bruce und mich. Den Bruce hätte ich gerne jetzt auf dieser Shooting Range. Oh ja, den könnten Sie sich richtig zur Brust nehmen. Sag mal. Ich bin jetzt mal gespannt, ob Herr Beat überhaupt da ist. Ja, ich hoffe, er traut sich. Er wirkte auf mich ja schon ein bisschen ahlig. So wie jemand, der eine große Klappe hat, aber dann nicht erscheint. Das ist korrekt. Aber da ist schon jemand. Oh, tatsächlich. Da kommen ja zwei. Oh, ach, der Johnny ist schon da. Howdy. Guten Tag, ich bin der Sekundant. Ihr kneift's. Ich bin der Sekundant von Texas Tony und Johnny, du bist der Sekundant von Turtle Beat, offensichtlich. Ja, können wir machen. Thank you, yes, yes. Howdy, Partner. So, jetzt sind Sie ausgestattet. Wie sind die Regeln? Erklären Sie doch nochmal, Tony. Okay, vielleicht Frank, Sie kommen kurz noch oder beide können gerne mit hochkommen.
Das mache ich gerne. Howdy, Partner. Das ist mein Spruch. Arrivederci. So, meine Freunde. Wir sehen ja die beiden Enden dieses Steges, möchte ich nennen. Ja. Wir als Duellanten werden uns jeweils auf eine Seite stellen. Wir dürfen uns auch nur auf dem einen Kachel, die sozusagen Stein ist, bewegen. Für die ganze Zeit, bis einer tot ist. Einer von ihnen, vielleicht Herr Frank. Ja, was denn? Irgendwann. Hier drücken. Diesen Knopf hier drücken. Dann gehen unten die Lichter an. Erst dann dürfen wir die Waffe ziehen und auf uns schießen. Bis einer tot ist. Das ist sehr super spannend. Verstehen Sie? Ja, das ist eine tolle Idee. Keiner von uns beiden wird sehen, wann dieser Knopf gedrückt wird. Er ist versteckt. Und erst wenn die Lichter angehen, wird gezogen. Und dann wird geschossen. Okay. Ich bin bereit. Turtlebleed, noch einige letzte Worte vielleicht? Der Laden gehört mir. Wieso okay. Gehört mir? Das Showgeschäft ist meins. Denn ich bin Turtle. Sehr beeindruckend. Okay. Genau, er ist toll. Er ist der Turtle. Ach was? Haben Sie ein Mandat eine jetzt Sache, dafür, sein Fanboy zu sein? Nein, ich bin jetzt ein Sekundant. Eine Sache ist natürlich klar. Machen, Frank. Das stimmt. Während des Duells keine Heilung erlaubt. Das freut mich sehr zu hören. Er haut ab. Was macht er da? Er haut ab. Wo rennt denn der jetzt hin? Nein, er legt nur einen Schlafsack, alles. Ach, das ist ja billig. Oh, ich hätte ihm auch hier... Ich hab schon mal einen Sack gelegt für unseren Howdy-Partner. Ja, ganz ehrlich, wenn er Schlafsack? Einen Schlafsack legt, dann sieht er ja schon seine Niederlage ein. Das stimmt. Das ist kein Schlafsack. Hab ich Ihnen zufällig zwei von Schuss gegeben, mein Freund? Das ist ein Sack für Texas Tony. Ich hab nicht mal eine Waffe. Aber hab ich Ihnen zwei Ponchos gegeben? Ich habe 6 Bullets. Reichen die? 6 Bullets für Texas Tony? Nie im Leben reicht das. 600 vielleicht. Tony reicht wahrscheinlich schon. Ich glaube, da reicht eine Kugel in the burn. And I will win. Howdy, partner. Sie dürfen sich die Seite aussuchen, mein Freund, wo Sie sich hinstellen wollen. Ich nehme die rechte Seite. Tony, darf man sich aufs Sofa setzen zum Zuschauen, oder ist es zu gefährlich? Natürlich. Setz dich aufs Sofa. Okay. Die beiden Duellanten befinden sich auf der Duellanten-Plattform. Sie müssen die Waffe noch wegstecken. Sie dürfen erst ziehen, wenn das Licht angeht. Stecken Sie die Waffe weg. Frank, die Waffe ist weggesteckt, du magst das Licht? Sir, und ich bin bereit. Okay, ich bin auch bereit. Liebe Kontrahenten, dies ist ein Kampf auf Leben und Tod. Möge der Bessere gewinnen. Und ich werde irgendwann hier diesen Knopf drücken. Selbstverständlich sage ich nicht wann. Bitte seien Sie bereit. Es kann jeden Moment soweit sein. Ich bin... Gib ihm Turbo! Ja! Tony! 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 So geht das! Oh, Herr Tony, da haben Sie aber wirklich kurz einen Prozess gemacht. Da habe ich nichts anderes erwartet von meinen Nachbarn als wie ein Sieg. Das liegt an diesem Poncho. Der ist manipuliert. Na, nun gestehen Sie doch Ihre Ehre mit, Ihre Niederlage mit Ehre ein. Oder haben Sie davon nichts mehr? Das war ein Best of Three. Es ist noch nicht vorbei. Warte mal langsam. Darf ich mal beide Revolver kurz sehen, bitte? Sie vermuten doch hier nicht etwa Betrug. Das ist ja eine Beleidigung. Gerade eben. Okay. Das ist ein Federhandschuh. Ein Federhandschuh haben Sie dem guten Tony gerade ins Gesicht geknallt, Johnny. Das schreit nach einem Duell. Nichts zu verbergen. Frank, ja, es schreit ein Duell zwischen uns zwei, wenn du so weitermachst. Und dann kannst du nicht sekundieren da von einem Texas Johnny, Tony. Ich habe nur deswegen gesagt, weil du einen Revolver rausgeholt hast mit einem Visier und er hatte einen Revolver ohne Visier. Weißt du? Deswegen war ich kurz irritiert. Ich hatte ihm den Revolver gegeben. Das ging ja um die Waffe. Ja, aber wenn du einen mit Visier verwendest und er einen ohne Visier, dann ist es ja unfair. Hätte er ja draufsetzen können.
Aber ich bin gerne bereit, das Duell auch zu wiederholen, falls hier vermutet was wird, dass das ungerecht ist, aber... Ach, du hast den mit dem... Ach, das ist doch unfair! Also, ich bitte Sie... Unfair. Naja, ich muss... Herr Johnny hat fair und deutlich gewonnen. Natürlich, ich meine, wenn... der, schau dir mal diesen Revolver an, der hat da unten taktisches Schieß-mich-tot und ein Holo-Dingster-Bumster und so. Ich meine, das ist ja... Und dann aber... Also, das geht ja nicht. Das ist deine Lampe, mein Freund. Das ist sonst gar nichts. Eine Lampe hat überhaupt keine Funktion, mein Freund. Ja, aber die tariert ja das Ding aus und... Ja, aber dieses Visier da oben, ich meine, überleg mal. Da zielst du ja viel genauer. Johnny. Das stimmt. Ich hatte ein Iron Sight. Ja, dann tun sie doch von mir aus ein Visier da drauf. Johnny, mach nach und mit Iron Sight fertig, dann lernt das endlich. Wir wiederholen. Howdy, Partner. Na gut, soll mir doch egal sein, wie oft sie sterben müssen, wenn ihnen das offensichtlich Spaß macht. Aber das finde ich ein Skandal. Hier wird fair gekämpft, okay? Toni, machen Sie es einfach nochmal. Lassen Sie sich von diesen unehrenhaften Bastarden nicht ins Boxhorn jagen. Natürlich. Verschieß doch nicht alles! Nun gut, nun gut. Ich brauche nicht so viele Kugeln, my friend. Alle auf Position, es folgt nun die Runde 2. Sind Sie da fertig, Herr Mogelmann? Ich bin bereit. Ihr mogelt doch! Herr Texas, Cheater. Toni, sind Sie bereit? Schieb da an die Wand! Ich bin bereit geboren. Dann werde ich jetzt demnächst irgendwann diesen Knopf drücken. Oh! Was? Nein, das... Nein, nein, nein! Das ist ein Sieg! Nein, das... Will ich eine Revanche. Ich möchte eine Revanche. Ja, das... Wie schmeckt das? Siehst du? Naja, jetzt steht's ja wohl 1-1. Wenn die Waffen gleich sind, dann ist auf einmal dann nicht mehr so der große Revolverheld. Dann müssen wir das jetzt in einem letzten Duell klären. Jetzt ist auf Leben und Tod. Sagen Sie mal, Toni, hatten Sie auf Ihrem Revolver noch das Visier drauf? Ja, bitte, mein Freund. Nein. Er hat jetzt das Visier drauf gemacht. Das wollte ich nämlich sagen. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt haben Sie geschummelt, Sie Dreckschwein. Ich hab das Visier von hier gesehen. Sie mieses Schwein. Wenn er das runternimmt, ist das nicht mein Fehler. Das gibt's nicht. Warten Sie. Meine Waffe liegt noch auf dem Boden. Meine Waffe liegt noch auf dem Boden. Sie können gucken, ob dort ein Visier drauf ist. Da liegt sie. Ein dreckiger Schwein. Skandal. Sie werfen mir den Zug vor und machen dann das. Unfassbar. Das gibt es ja nicht. Jetzt hat jeder deine Waffenteile doch nicht absetzen. Wir hatten gerade mit Iron Sight gesagt, mein Freund. Hä? Wir haben gesagt, mit drauf. Kurzer Kompromiss, jetzt hat jeder einmal gewonnen mit Visier. Jetzt bauen beide die Visiere correct. Ab und es gibt einen Entscheidungskampf, beide mit Kimme und Korn. Okay, da bin ich mit einverstanden. Finde ich auch gut. So. Ungeheuerlich. Jetzt aber. Herr Texas, Toni, ohne Mogeln haben die keine Chance gegen Sie. Konzentrieren Sie sich einfach, machen Sie einfach Ihr Ding. Niemand ist so schnell wie Sie. Du schaffst das, Turtle. Komm, mach ihn fertig. Natürlich. Ich mach das. Ein bisschen ungeheuerlich. Ein Luch hier, aber ich schaff das. Okay. Seid ihr beide voll geheilt? Ist das. Geht das? Ich bin 100. Ja, ich bin voll geheilt. Alle voll geheilt. Alle auf Position. Revolver aus den Händen. Ich werde nun in Kürze das Licht anknipsen und dann wird Toni Ihnen das Licht ausknipsen. Sie Betrüger. Machen Sie sich bereit. Ich bin bereit. Ich bin mehr als bereit. Ja! So, Toni! 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 Ja, die Gerechtigkeit hat gesiegt! Ich hab Visier drauf gehabt! Oh, ist das stark! Sehen Sie, dass ich keine Holo-Visier drauf habe? Jeder sieht es! Jeder sieht es! Ja, natürlich! Sie sehen! Ich bin Ihr Zeuge! Sehen Sie? Ja, war schön, hat er gut gemacht, der Toni! Herr Beat, bei aller Rivalität gerade im Duell, ich akzeptiere meine Niederlage. Das ist korrekt. Ich habe Respekt davor, dass Sie sich dem Duell gestellt haben.
Gut, gut, gut. Das haben sie toll gemacht. Alles, was ich mit habe, aber das, das haben sie sich verdient. Danke sehr, mein Freund. Danke sehr, mein Freund. Und bei aller Hitze des Gefechts, das macht es ja auch lustig, wenn man sich vorher ein bisschen gegenseitig aufstachelt. Aber man muss sich ja auch erstmal hinstellen und auf Leben und Tod kämpfen. Ja, ich muss auch sagen, also sie haben sich dann tapfer geschlagen, aber selber schuld, wenn man sich mit Toni anlegt, ist man halt des Todes. Aber sie wissen ja, Wettschulden sind Ehrenschulden, nicht? Sie wissen ja, was sie zu tun haben. Heilen Sie sich hoch, mein Freund. Also ich gehe jetzt rum und erzähle weit und breit, dass meine Kartoffeln die besten sind. Herr Turtlebeat? Nein, das war das mit der schönsten Frau. Vergiss das nicht. Ach so. Ich sag rum und sag Schande, Schande über die Frank Platinum Show? Toni? Shame, shame, shame. Ich glaube, sie brauchen auch die Gocke dafür. Mein Freund. Dieser Mann will sich nicht an die Wettschulden halten. Was macht man mit solchen Leuten? Die Wettschulden sind... Moment, ich gehe rum mit meinem weißen Pegasus und sag, Frank Platinum Show ist die schönste Insel auf der Frau. Entschuldigen Sie, ist dieser Mann vielleicht durch den Kugelhagel etwas verwirrt? Ich vermute das. Das kann leicht sein, so nach den Nebenwirkungen oder Nebenwirkungen der Spritzen. Johnny, als Sekundant geben, wobei, ist man ja auch dafür... Frank, ja? Ja? Frank, der Satz, die Frank Platinum Show ist wie die schönste Frau auf der Insel, das wäre vielleicht okay. Da haben sie wieder einen sehr guten Kompromiss gefunden. Damit kann ich leben. Damit bin ich einverstanden. Ich werde es auch herum erzählen. Da stehe ich dafür. Ehre, Johnny. Ich gehe rum und erzähle, die schönste Insel der Frau ist Frank Platinum. Nein. Sprich mir nach. Frank Platinum Show ist die schönste Insel auf der Frau. Schönste Frau auf der Insel. Frank Platinum, Show ist wie die schönste Frau. Die Frank Platinum Show ist wie die schönste Frau auf der Insel. Die Frank Platinum Show ist wie die Frau auf der schönsten Insel. Vielleicht schreiben Sie es ihm nochmal auf. Kommt ich weiß nicht, ob er lesen kann, aber vielleicht hilft das. Habt ihr vielleicht eine Notiz da, worauf ich gucken Ich hab schon könnte? Geguckt, so ich hab leider keine. Wie das immer haben, vorne mit diesen... Warte, ich schreibe die Karten, wo immer nur Blub und Fisch draufsteht. Ich hätte ja einen Zettel. Der Zettel ist nur heruntergefallen. Howdy, Partner. Howdy. Da unten liegt er. Das kann man ja hochholen. Ein Mann der Tat. Da ist er. Ja, aber das Frank Platinum Show ist die schönste Frau auf der Insel Show. Jetzt liest doch das gescheit. Ja, hab ich doch. Frank Platinum Show ist die schönste Frau auf der Insel Show. Das steht doch so da. Guck doch, lies. Blödsinn. Das ist so prachtvoll. Also, ich meine... Frank Platinum Show ist wie die schönste Frau auf der Insel. Insel. Oh, die sag ich ja. Steht schon die ganze Zeit so drauf. Okay, das werde ich nun kundtun auf der ganzen Insel. Was ist das? Eine Alternative, falls Sie den Zettel verlieren. Dann können Sie ein bisschen variieren. Die Frank Platinum Show ist so prachtvoll wie die schönste Frau der Insel. Oh, wow. Boah, das ist immer ein Power-Slogan. Ich werde um die ganze Welt rumreiten und die ganze Insel wird das alles... Kommt dran. Was? Haben Sie gerade in die Hose gekackt? Das ist ein bisschen so angehört. Oh, ja. Ich muss es bestätigen. Haben Sie nochmal eine neue Hose für den Mann? Als Zeichen meiner Niederlage habe ich hier nochmal 4 Scrap. Ah. Als Zeichen meiner Akzeptanz der Niederlage sind das 4 Scrap für euch. Die könnt ihr euch gerne aufteilen. Entweder jeder einen oder ihr teilt durch 2. Das macht 2 für 2, sind gleich 3. Das ist selbstverständlich, ist es Herr Tonis Reichtum. Ich meine, überleg mal, 4 Scrap haben oder nicht haben, sind 8 Scrap. Da haben Sie natürlich völlig recht. Aber ich würde mich die mit diesen Scrap nicht wohlfühlen. Danke sehr, mein Freund. Nein, auf gar keinen Fall. Das hat sich Toni verdient. So ist es.
Ja gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen auseinander. Sie erfüllen ihren Job und außerdem erzählen wir allen, dass Texas Tony unbesiegt ist. Genau. Er ist nicht unbesiegt. Ja, für heute Abend bin ich unbesiegt. Ich würde das in einem Duell austragen. Okay, dann lassen wir sie alleine mit ihrem Kompagnon Johnny und dann können sie das Duellieren ein bisschen üben. Was? Ich? Nö. Sie hätten vielleicht sogar eine Chance gegen Johnny, weil Johnny ist verflucht. Okay, Johnny kommt mit uns. Dann bleiben sie alleine hier und üben das Duellieren ein bisschen. Ja, ich bin der beste Schütze auf der Insel. Sind sie von Sternzeichen Schütze oder wie kommen sie zu dieser Aussage? Habt ihr nur einen Zweischützer? Ich hab noch nie verloren. Ich hab noch nie verloren. Ich meine, das ist ja hier nur so ein, ne, eingeschränkter Wettkampf. Aber wenn es wirklich um Survivability geht, ums Überleben, aufs Leben und Tod, da draußen, in der Zone, da bin ich unschlagbar. Ja, das stimmt. Meine Beine gehen aus Versehen rückwärts. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber sie gehorchen mir nicht mehr. Sie gehen einfach Richtung Auto. Hä? Ich wollte doch noch weiter plaudern, aber meine Beine haben eigene Vorstellungen. Herr Toni, das haben Sie ausgesprochen gut gemacht. Ich ziehe gerade runter. Ich ziehe außerdem meine Hose aus, weil so heiß ist. Ich habe einen Krampf im Fuß. Oh, echt? Natürlich. Oh, Sie müssen damit zum Arzt. Fahren wir nur, wir wären ja sonst da geblieben. Aber wissen Sie, mein Fuß krampft gerade. Mein Fuß krampft. Aua, aua. Mein Fuß krampft. Aua. Was ist geschehen mit Ihrem Fuß? Du beschwert das Auto. Ich will ja gar nicht weg. Ah ja, ach so. Ja, ich mit Ihren Beinen. Jetzt verstehe ich. Entschuldigen Sie die lange Leitung. Natürlich, Ihr Fuß krampft sich auf dem Gaspedal fest. Oh richtig, ja, ist richtig. Ärgerlich. Da wollen die Füße wohl woanders hin. Wissen Sie, der Toni, ich war neulich bei einer kostenlosen Fußmassage. Die haben mir da so richtig geiles Zeug reingeschmiert und mir so diese ganzen verkrumpelten Hautlappen so richtig abgerieben. Das könnte ich Ihnen auch empfehlen. Ich habe da eine Schild gelesen. Das hat schon meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aber leider war noch nie jemand da, wenn ich dort war. Ah ja, ich hatte das Glück, dass direkt jemand da war, der mich rannehmen konnte. Hat sich gelohnt. Dann werde ich das als Empfehlung nochmal nehmen und mich auch nochmal dahin begeben. Auf jeden Fall. Ich finde ja gerade nach so einem Duell, da muss ja das Adrenalin durch Ihren Körper pumpen. Sie müssen sich ja richtig lebendig fühlen jetzt gerade. Oder wie ist das Gefühl? Das ist immer noch der größte Kick. Wobei ich nicht verhehlen möchte, dass ich dieser Dame oder Herr, wer auch immer diese Fußmassage macht, das eventuell gerade nicht zutrauen möchte. Vielleicht ist es ein bisschen nass in meine Stiefel, verstehen Sie? Ja, das kann ja mal passieren. Aber wissen Sie, da ist auch ein Swimmingpool. Da kann man sich vorab natürlich einmal säubern. Ja, das wäre... Oh, ein Swimmingpool, das wäre natürlich schön. Herr Frank, wo darf ich Sie denn jetzt hinbringen? Was ist mit dem jungen Abend los? Ja, ich habe jetzt noch nicht viel geplant, aber wir könnten... hier wohne ich ja gleich. Sie könnten übrigens jederzeit in mein Haus, wenn Sie wollen, und die Anlage installieren. Sie kennen ja sicherlich den entsprechenden Türcode, oder? Sie hatte mir mal einen genannt, aber der scheint sich geändert zu haben. Ich komme da nicht mehr rein. Aber wir machen das gestern. Okay, ich schreibe Ihnen das gleich nochmal auf. Sehr gerne, dann würde ich das schon mal vorbereiten. Sie dürfen auch gern an meinen Besitz, wenn Sie mal Ressourcen oder was zu essen brauchen. Das ist sehr freundlich, Frank. Aber ohne auf zu groß machen zu wollen, aber ich glaube, ich bin gut ausgestattet. Sagen wir es so. Haben Sie das von der großen Flugshow gehört, die morgen stattfindet? Natürlich. Und ich werde natürlich am Start sein. Werden Sie auch mitmachen, Herr Frank? Nein, ich kann ja gar nicht fliegen, aber ich guck mir das sehr gerne an. Warten Sie, ich mach mal eben... Aber Sie sollten unbedingt mal versuchen zu fliegen. Ja, das habe ich einmal probiert. Sollte dringend versuchen zu fliegen, das bin ich direkt gestorben. Herr Frank. Ja, wenn man das kann ich mir das vorstellen. Vieles, was man
Gut kann, macht auch Spaß. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen mit ihnen üben. Ja, wie viele Hubschrauber haben sie denn? Sagen wir mal so, wir könnten einige kaufen ohne Probleme. Sie beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. So, eine Sekunde. Das freut mich. Also, wenn Sie das noch planen für morgen, könnten wir jetzt ein paar Flugstunden machen. Das wäre gar kein Problem. Jetzt? Jetzt direkt? Okay. Bin ich dabei. Na, wir könnten hinfliegen, einen Helikopter kaufen und dann fliegen Sie. Ich versuche Ihnen zu erklären, wie das geht und dann machen wir immer so weiter. Was kostet denn so ein Helikopter? Ja, sagen wir mal, die ersten drei gehen aufs Haus. Okay, ja, let's go, wir fliegen. Okay, mein Freund. Ich bin voll dabei. Okay. Leute, jetzt gibt's Flugstunden. Wissen Sie, meine Oma hat immer gesagt, was soll man mit dem ganzen Scheiß, wenn man damit nicht Spaß hat. Verstehen Sie? Ihre Oma war eine weise Frau. Das ist korrekt. Wo sind Sie denn eigentlich aufgewachsen? In Texas auch, oder? Sie werden lachen, aber ja. Sehr intellektuell. Was ist die große Überraschung an meinem Namen, verstehen Sie? Verstehe. Ja. Den Herrn wollte ich eh schon lange mal kennenlernen. Es gibt ja auch Leute, die nennen sich zum Beispiel Acapulco Andy oder so. Und die waren noch nie in Acapulco. Er hat hier schon zu einiger Verwirrung geführt. Das ist korrekt, das sind aber auch Idioten. Merke ich erst die Ehrlichkeit. Oh, Vorsicht! Das müssen Sie anbringen. Das ist ein guter Weg, sich kennenzulernen. Ja, wissen Sie, meine Oma hat auch immer gesagt, ein bisschen Schwund ist immer. Ihre Oma ist sehr weise. Man könnte einen Kalender rausbringen, nur mit Sprüchen ihrer Oma. Ich trinke schnell einen Schluck Wasser. Ich habe schon überlegt, eine Buch zu schreiben. Ja, das sollten Sie unbedingt tun. Schön, dass Sie direkt den Tee erwähnt haben. Ich brauche immer zum Denken einen. So, kommen Sie wieder mit rein. Ich mag, dass es hier direkt am Wasser ist. Ich mag Wasser, ich bin gerne am Wasser. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön hier. Ich habe auch mal am Wasser gewohnt. Ist aber länger her, war ganz schön weit weg vom Schuss. Da habe ich vom sozialen Leben nicht viel mitbekommen. Aber wissen Sie, nach so einer Show, da sehnt es einen auch manchmal einfach nach Einsamkeit. Das kann ich verstehen. Waren Sie bei der Tag der offenen Tür, mon ami? Ja, genau. Es war ein herrliches Fest. Das ist Jean-Jacques, da im Hintergrund. Ich kann mir mehr erzählen. Was genau ist passiert? Und ich glaube, es ist Valentin. So, Mensch, ich kriege gerade vielleicht einen Telefonanruf. Ja, selbst gehen Sie doch gerne ran. So, ich glaube, wir können... Habe ich schon gemacht. Ach, Sie können... was ist das denn hier? Ein Geheimgang. Also, Sie müssen immer für alles gewappnet sein. Ich merke das schon. Oh, das ist noch eine Geheimtür. Ui, Vorsicht. Das ist Herr Lachsmann. Ich weiß auch nicht, warum der schon wieder da drin steckt, aber der hat einen Helikopter. Sie haben sogar hier einen auf dem Dach. Kurz. Auf Sie aufmerksam gemacht und dadurch, dann kam der General. Verstärken Sie besser nochmal, das ist eine gute Idee. Wir machen das voll... Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir fliegen zu diesem, wissen Sie, Helikopterverkaufsplatz hin. Dann kaufen wir Ihnen einen eigenen. Und sollten dann etwas passieren, könnte ich Sie schnell wieder abholen und dann kaufen wir den nächsten. Das klingt wie ein überragender Plan. Wir den nächsten. Verstehen Sie? Ja, das ist perfekt. Sie haben wie immer an alles gedacht. Ja, sicher, mein Freund. Einen kurzen Moment. Ja, kein Problem. Hat das gute Stück einen Namen? Dörte? Oder so? Das dürfen Sie gerne taufen, mein Freund. Dann nenne ich... Ich sehe gerade, ich sollte noch mal kurz ein bisschen Sprit holen. Ja, holen Sie Sprit. Ich warte und genieße die Aussicht. Ah, das ist wirklich eine schöne Aussicht. Huch, was ist das denn da? Das Auto ist einfach durch die Fluten gewartet. Was gearbeitet denn? So konnte, hatte er Hilfe, das Ganze wieder in die da hinten in dem Haus? Hört man die bis hierhin?
übrigens, falls wir darüber schreiben sollten, er hat auch erwähnt, so, jetzt haben wir natürlich den Vorführeffekt, dass ich uns dorthin fliegen muss. Ich hoffe natürlich, dass da nichts schief geht. Was halten Sie von dem Namen Texas Tornado für Ihr Fluggerät? Weil es hat ja oben diese Rotoren, die drehen sich ja wie ein Tornado. Ja. Und kennen Sie noch den Texas Tornado, den Wrestler? Vielleicht von früher, der war mal in meiner Show zu Gast. Der lebt aber nicht mehr. Ja, habe ich schon sehr viel von gehört. Das ist aber ganz schön hoch. Hui! Oh, ich kann überall alles sehen. Wissen Sie, der erste Tipp, den ich Ihnen geben kann, ist, fliegen Sie hoch, dann kann nicht so schnell etwas passieren. Ja, das hat meine Managerin mir auch immer gesagt. Aber wissen Sie, die Realität ist... Da haben Sie sich ja schon gehalten. Ja, je höher man fliegt, desto tiefer ist dann auch der Fall. Da muss man dann richtig aufpassen, ne? Sie merken schnell die Haken an manchen Plänen. Gucken Sie mal. Dass Sie sehr intelligent sind, Herr da, Frank. Ja, danke schön. Da unten ist eine Figur, also ein Steg in Menschenform gebaut. Sehen Sie das? Das ist ja wie... Es ist wunderschön. Ja, das habe ich so noch nie gesehen. Das ist ein sehr gutes Restaurant, das kann ich Ihnen empfehlen. Vermutlich ein Fischrestaurant. Es ist ein asiatisches Restaurant. Es ist das Red Panda. Ah! Das Red Panda, ja, davon habe ich schon mal gehört. Das ist nicht so günstig. Das ist korrekt. Aber wissen Sie, wenn etwas nichts kostet, ist es auch nichts. Da haben Sie völlig recht. Wenn etwas umsonst ist, dann ist man selbst die Ware. Oh, hier kann man erschossen werden. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, das ist korrekt. Aber auf der anderen Seite, dort wo man die Helikopter kauft, da ist man in Sicherheit. Gut zu wissen. Wie heißt das Gebirge hier? Sind das... Die Pyrenäen? Ich sage mal, das können Sie wieder nennen, wie Sie möchten, Herr Frank. Dann nenne ich's. Ich denke mir was aus. Himalaya. Was halten Sie von Himalaya? Himalaya? Also, dass Sie sich spontan solche Worte ausdenken können, ich bin beeindruckt. Ja, das ist aber auch mein Beruf, ne? Das merkt man, deshalb sind Sie auch der Beste. Dafür können Sie fliegen. Guck mal, sehen Sie das da vor uns? Das ist, wo wir hin müssen, korrekt. Da was in der Luft, da diese schwarze... Ich... Ist es ein feindlicher Hubschrauber? Ich beginne mit dem Landeanflug. Ach so. Das ist eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall etwas, was abstürzt, glaube ich. Das, was Sie jetzt gleich nicht machen sollten. Natürlich nicht. Das ist ja mitten in einem Sumpfgebiet hier. Sie sehen da hinten schon das weiße Feld, da werden Sie gleich starten. Ah. Ich bin schon ganz aufgeregt, ich bin noch nie geflogen. Vielleicht sollte ich mir vorher einen Schlafsack bauen. Kurz vor der Landung sollten Sie einfach rausspringen, Herr Frank. Jetzt gleich. Okay. Au! Das war okay. Geht's Ihnen gut? Warum? Wieso sind Sie denn nicht gelandet, normal? Ja, das ist... Man sagt immer, lieber ein bisschen Schmerz beim Landen als Kabuff beim sanften Landen. Verstehen Sie? Ist alles in Ordnung? Natürlich. Ja, danke, Hasi. Ach, Hasi! Da sind Sie ja schon wieder. Kommen Sie denn hierher? Tja, Uri Geller. Uri Geller verbiegt aber Löffel. Jetzt will Frank ein paar Flugstunden machen. Ich habe ein Portal eröffnet, um reinzuschlüpfen. Aha. Und? Ich bin durch Raum und Zeit geflogen. Durch Raum und durch Zeit gleich? Können Sie durch die Zeit reisen? Nein, nur durch die Karten. Nur durch die Welt kann ich reisen.
Ich denke durch Raum und Zeit, haben sie gerade gesagt. Ja, okay, gut, das habe ich gesagt. Oh, ja gut, was soll ich denn machen? Ja, die Wahrheit sagen vielleicht. Ja, gut, ich bin mit per Anhalte hergekommen. Ja, sie wissen aber, dass das gefährlich ist, junge Dame. Ach, so ein hässliches Frack will keiner anfassen. Ach, Hasi, jetzt hören Sie doch mal auf. Gucken Sie sich doch mal an. Das ist doch nichts, was man nicht mit der einen oder anderen OP fixen könnte. Und dieser Anzug steht Ihnen ganz hervorragend. Also ganz toll sieht das aus mit dieser. Und ja. Lassen Sie sich nichts erzählen. Jetzt. Ja. Sehen Sie. Und der Bikini ist sehr sexy, oder? Soll ich mal gucken? Also. Ja, wenn Sie eine Beurteilung von uns wollen, aber ich möchte Sie Ihnen natürlich nicht zu nahe treten. Sie müssen ja mehr zu bieten als Ihren Körper. Bisschen aufpassen, weil die Farben machen die Krokodile aggressiv. Und zwar diese Kombination aus Pink und Orange. Ja, das ist so eine, bei den Alligatoren ist das so, wenn die im Kampfmodus sind, aus territorialen Gründen oder weil sie gerade... Oh nee, den grünen dürfen sie nicht. Da werden die Nilpferde richtig aggressiv von... Oh, den lilanen dürfen sie nicht. Da werden tatsächlich die Wasserlöwen richtig aggressiv. Da weiß es nicht so gut, wegen der Zebra-Bullen. Die treten alles weg, was sie für ein anderes Zebra halten. Das, was sie jetzt anhaben, würde ich nicht unbedingt anlassen. Da kommen die ganzen Moskitos. Und weil das hat dieselbe Farbe wie die Heimat der Moskitos. Verstehen Sie? Okay, danke schön. Oh, es wird dunkel, ich muss mich beeilen. Passen Sie auf. Okay, gute Reise. Auf Wiedersehen. Da ist sie weg. Da schlüpft sie in das Moor hinein. Okay, ich bin bereit. Es werden nächtliche Flugstunden. Ja, Herr Frank, die Frage, wollen Sie noch riskieren, vor der Nacht zu fliegen? Ich kann Ihnen versprechen, wenn es dunkel ist, wird es sehr schwierig mit dem Fliegen, weil dann sehen Sie nichts mehr. Dann können Sie nicht landen, dann müssen Sie in der Luft bleiben. Oh, ja, dann sollten wir vielleicht warten, bis es wieder hell wird, oder? Das könnten wir tun. Ich glaube hier für den Zeitvertreib, ich glaube hier irgendwo in diesem Bereich gibt es noch eine... Bereich, wo man ein bisschen, verstehen Sie, ein bisschen spielen kann. Okay, ja, zeigen Sie mal. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Ist das Fluggefährt? Wollen Sie mit dem Fluggefährt oder zu Fuß? Nein, wir müssen hier rein. Ah, ich bin unterwegs. Weil da kriege ich ja ganz nasse Füße. Ich muss aber gestehen, ich weiß nicht, wir müssen es suchen. Ich weiß nicht genau, wo es ist. Wir müssen mal gucken. Okay. Oh. Und Sie können natürlich noch mal überlegen, haben Sie einen Schlafsack dabei? Nee, natürlich nicht. Da brauche ich ein bisschen Stoff. Kann man. Ach, guten Tag! Ist die echt? Ich will mal kurz gucken, ob man hier Stoff kaufen kann. Aber Sie nicht sollten so laut. Hier keine Waffe ziehen. Sie sollten hier auf keinen Fall eine Waffe ziehen. Natürlich mache ich das nicht, aber Sie können doch nicht so laut sagen, dass man Stoff kaufen soll. Sie müssen doch ein Codewort dafür haben. Zum Beispiel, entschuldigen Sie, haben Sie zufällig Günther gesehen oder eventuell den weißen Riesen? Wir würden auch mit Das war mein Fehler. Einer Schallplatte von Craig David vorlieb nehmen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Das war mein Fehler. Oder was weiß ich, ob sie Lucy im Himmel gesehen habe mit einem Diamanten. Zum Beispiel von den Beatles oder so weiter. Was ist mit der Frau los? Sie sieht so traurig aus. Sie ist sehr auf ihren Job fokussiert. Ah, ich sehe schon. Na, machen Sie ruhig weiter, junge Dame. Lassen Sie sich nicht von uns stören. Oder sind Sie ein Herr? Man kann nur Ihre Augen sehen. Ja, wenn ich das gerade... Da habe ich natürlich nicht dran gedacht, Herr Toni, dass ich natürlich einen Schlafsack bauen muss. Ja, wobei, ich sage mal so, ich bin ja mit dem Helikopter schnell... Sie wären wahrscheinlich dann bei Ihrer eigenen Show wieder am Leben, das, richtig? Das ist richtig. Da haben Sie Ihren Schlafsack. Da könnte ich Sie ja schnell wieder mit dem Helikopter abholen. Ja, okay, gut. Dann kümmern wir uns doch jetzt um... Jetzt sollten wir nur mal kurz diesen Amusement-Bereich in diesem hier finden. Irgendwo müsste es sein. Ich war selbst noch nicht hier.
Ein Amüsementbereich. Diese junge Dame, da können wir sicherlich nicht fragen, die antwortet ja nicht. Was sucht ihr denn? Ach, guten Tag. Wir suchen den Amüsementbereich. Was soll das sein? Ja. Ich glaube, hier kann man ein bisschen um Scrap spielen, oder nicht? Ach so, den sucht ihr. Der ist nicht hier. Hier könnt ihr euren Stoff verkaufen und Mais und Fisch. Wir wollen aber keinen Stoff verkaufen. Zum Amüsieren, der ist an der großen Halle. Sind alle so freizügig? Kommt mit? Ja, sehr gern. Sagen Sie, junge Frau, wohnen Sie hier in diesem Sumpf? Nein, nein. Es gab mal so eine Fernsehserie über Leute, die im Sumpf gewohnt haben. Die Sümpfe. Kennen Sie das? Papa-Sumpf. Sumpfine. Ich habe Hasi verloren. Hasi? Der böse Helikopter. Ja, hier, das Gebäude ist es. Ist das der böse Helikopter? Er klingt auf jeden Fall böse. Hier müsst ihr rein. Schnell ausziehen, schnell ausziehen. Das aus ihrem Mund. Hier hoch? Entschuldige, hier ist so eine... Du musst über ihn drüber springen. Du war ein unhöflicher Mensch. Passen Sie auf, Toni. Ja. Da ist wirklich... Was fällt diesem Idioten? Nein. Ich habe keine Ahnung. Hier die Treppen hoch. Genau. Ist noch einer dann hier denen. Links. Ah! Also ist ja ein bisschen kompliziert. Das ist ja eine tolle Spelunke. Sag mal, Hasi, Sie sind hier ganz allein den ganzen Tag? So, was machen Sie denn hier immer? Wohnen Sie hier in der Gegend auch, oder? Nee, ich wollte mir jetzt ein Heli holen. Ah, passen Sie aber auf, bei Nacht sieht man kaum was. Ich wünsche euch viel Freude. Ebenso, Hasi. Gut Flug. Ich weiß, ich fliege jetzt nicht. Nee. Ich hab noch zu viel Schokoladenintus. Oh ja, muss man echt aufpassen, ne? Wissen Sie, wenn man mit dem Hubschrauber abstürzt, da ist das Ticket nicht das Schlimmste, was man dann kriegt, ne? Ja. Aber alles klar, viel Spaß. Auf Wiedersehen. Ihr müsst euch da draufsetzen und dann dieses Gerät da steuern. Ah, okay. Oder halt. Herr Frank, haben Sie ein bisschen Scrap dabei? Leider habe ich nichts dabei. Ich habe gar nichts dabei. Ich bin ziemlich schlecht vorbereitet. Hier. Ah, vielen Dank. Und das, was mache ich jetzt? Ein bisschen. Das müsste ich jetzt auch mal. Ich glaube, Sie müssen ein bisschen Scrap dort reinlegen. Ja. Und dann auf eine Nummer wetten. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Auf welche Nummer haben Sie denn gewettet? Ich war zu langsam. Ich glaube, gerade ist Pause. Ah ja, in 40 Sekunden. So, jetzt können Sie. Okay. Okay, ich hab... Ah, ich glaube, es geht um die Nummern. Man kann sie nicht aussuchen. Wenn eine von diesen Nummern kommt, haben sie gewonnen. Ich hab auf die 1 gesetzt. Alles auf die 1. Ich habe 1, 3, 5, 20. Das ist auch sehr mutig. Ja, das... Jeden Moment geht's los. Schon ganz aufgeregt. Ich habe auch die 1 genommen. Gott, kann es kaum erwarten. Oh, das gibt's doch nicht! Oh. Das ist doch Abzocke. Zwischen die beiden Einsen ist er gekommen. Das ist wirklich ein bisschen Skandal. Na, nächstes Mal. Ich hab nochmal auf die 1 gesetzt. Ich habe jetzt die 3 und die 5 genommen. Auch gut, auch eine gute Idee. Müssen Sie ein bisschen Risikoverteilung. So, habe ich auch gemacht. So.
Ah, geht los. Bitte kommen Sie, Herr Rudd. Vielleicht erspielen wir sogar schon Ihren ersten Helikopter. Stellen Sie sich das mal vor, das wäre eine tolle Geschichte. Eins. Ja! Natürlich. Herzlichen Glückwunsch, Herr Frank. Ebenso herzlichen Glückwunsch. Oh, sensationell. Ich habe ja verloren. Ach so, verzeihen Sie. Ich habe jetzt auf grün gesetzt. Ich habe auch auf die 3 gesetzt. Jetzt können wir eigentlich nur gewinnen. Die Logik ist unangreifbar. Irgendwas stampft da durch den Sumpf. Ich sehe auch keine Lücke. Hören Sie das? Ein Stampftier. Ich glaube, die haben schon mitbekommen, oh dass Gott. Sie gewonnen haben. Vielleicht haben Sie das gehört? Überfallen. Da! Ich glaube auch. Nicht, dass es hier den Quatschlaksch oder wie der heißt, gibt. Kennen Sie dieses Sumpfwesen, was in den Mythen der alten Indianer vorkommt? Oh Gott! Hören Sie das? Na, ich höre es. Ah, schon wieder ein vorbei. Was? Hasi, haben Sie das gehört? Stopp, kommen Sie besser rein. Hallo. Kommen Sie rein. Hier, irgendwo ist hier ein wildes Ungetüm. Braucht ihr noch jemanden, einen Mitspieler? Ja, immer. Setzen Sie sich doch. Mit mehr Leuten macht es immer mehr Spaß. Ich verzock hier das Geld von dem guten Toni. Sollten Sie auch mal ausprobieren. Nein, das ist ein Investment. Das ist ein Investment. Okay, ich gebe nochmal alles auf grün. Also nicht alles, aber ein bisschen. Haben Sie gesetzt, Hasi? Ansonsten. Ja. Auf was denn? Auf die magische 20. Oh, das ist sehr riskant. Ich habe auf die 10. Ich habe auf lila. Komm schon, lila. Komm schon, lila. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Schon wieder ein daneben. Das ist doch ein Hohn, dieses Rad. Ein Hohnrad. Ich habe auch keine Glück. Das Geld wird immer weniger. Ja, mach mal. So. Wir gewinnen jetzt. Ich bleib der Grün treu. Ich habe blau. Blau. Wissen Sie, blau, meine Oma hat immer gesagt, wenn du dich verliebst und dabei blau bist, ist das immer der richtige Weg. Deshalb glaube ich an blau. Ihre Oma war eine sehr, sehr weise Frau. Es ist schade, dass ihre geistigen Kapazitäten so nachgelassen haben. Ich würde sie sonst gern mal kennenlernen, aber so macht das ja keinen Sinn mehr. Das ist richtig. Hätte sie Ihnen auch gerne vorgestellt. Kommt schon grün. Grün, grün. Grün, grün. Nee, also jetzt werde ich aber langsam misstrauisch. Also gleich. Ich habe auch das Gefühl, wir werden hier ein bisschen verarscht. Ich habe wieder alles auf grün. Nochmal auf blau. Gucken Sie sich mal die Füße von der Frau hier links an. Das ja. ist ja auch schon nicht normal. Das sieht gruselig aus. Die rennt gleich direkt durch die Wand mit unseren Einsätzen weg, habe ich das Gefühl. Was meinen Sie denn? Ich sehe nichts Außergewöhnliches. Okay, vielleicht ist das auch nur bei mir. Bei mir sind die Füße in die falsche Richtung. Verstehen Sie? Ist auch alles irgendwie. Entschuldigung. Haben Sie vielleicht was konsumiert und ohne mich einzuladen? Grün. Ja. Nein. Oh, 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 oh. Juhu! Das gibt es ja nicht. Das gibt es ja nicht. Das ist doch hier langsam. Jackpot, Baby. Man hätte einfach immer alles auf Gelb setzen sollen. Sie müssen mir mal ein bisschen mehr Glück bringen. Oh, es wird hell. Oh, wie wunderschön. Ich setze nochmal auf grün. Wenigstens einmal gewinnen hier. Das ist doch eine... Sie haben zumindest meine Gunst gewonnen, wenn Ihnen das was bedeutet, Herr Toni. Das bedeutet mir mehr als alles andere. Die Bank gewinnt immer. Offensichtlich, nicht? Meine Oma hat immer gesagt, wenn die Bank gewinnt, muss man mit einem Schießkolben rein. Wir sitzen leider auf dem Sofa und nicht auf der Bank. Falsche Wahl, würde ich sagen. Das ist korrekt. Los, grün. Da
hätte mir meine Oma sofort eine Schelle. Grün, grün. Blau, blau. Nein, das ist doch... Das gibt's doch nicht, Herr Toni. Wie zielsicher die 3 verfehlt wird. Es wird halt, ich muss jetzt meinen Heli holen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen lieben Dank. Es war mir eine Freude, Sie wieder mal zu treffen. Seien Sie vorsichtig. Übrigens, der linke Herr, er ist nackt und das Ding guckt in alle Richtungen. Ja, das kann es halt. Das habe ich ihm antrainiert. Das war nicht so leicht. Herr Frank, haben Sie den nackten Mann geübt? Oder versucht? Ich habe mich lediglich... Ich habe nicht hingeschaut. Ja, das können Sie aber ruhig. Das muss Ihnen nicht peinlich sein. Meine Augen werden auch immer zu prachtvollen Dingen hingezogen. So, jetzt aber mal blau hier, verdammte Scheiße. Ich hab nicht wenn jetzt grün kommt, dreh ich durch. Ich wollte gerade sagen, ich hab nämlich nicht... Schon wieder eine 1. Es kommen nur Einsen. Merken Sie das? 9 von 10 Mal ist eine 1. Ich setze jetzt noch einmal alles auf gelb und wehe, dann kommt nicht gelb. Dann dreh ich komplett am Rad. Im wahrsten Sinne. Ich habe auch meinen letzten Scrap gesetzt jetzt. Jetzt mal wirklich. Aber es wird ja auch wieder hell. Danach können wir mit Ihnen die Flugstunde machen. Ja, das müssen wir auch machen, weil dann werde meine Laune wird sich nicht verbessern, wenn ich jetzt nicht gewinne. Wenn jetzt grün kommt, ich sage Ihnen das, Herr Toni, wenn jetzt grün kommt, schmeiße ich mich selbst in den Sumpf rein da. Was haben Sie denn jetzt gesetzt? Auf gelb, selbstverständlich, weil nur gelb kommt. Okay, ich habe auch nochmal meine Wette geändert, nicht damit wir uns nicht zusammenfreuen können. Wehe, du kommst auf grün. Ach, verdammte Scheiße hier! Ich möchte mich beschweren. Wer ist hier verantwortlich? Herr Toni, das ist einfach eine widerliche... Ich werde hier nicht wieder hinkommen. Das sage ich Ihnen. Ich werde hier nicht wieder hinkommen. Ich auch nicht. Wer auch immer hier... Wir sind alle Betrüger hier. Frank und ich kommen nicht wieder. Sie haben uns als Kunden verloren. Unglaublich, Frank. Das habe ich noch nie erlebt. Sie haben gerade... Warum nennen Sie mich gerade Frank? Entschuldigen Sie, das sind die Drogen. Das war diese Hasi. Ja. Die hat irgendwas hat die als Parfum aufgetragen, was die Sinne verwirrt. Das glaube ich auch. Wissen Sie denn grundsätzlich, wie das mit diesem Helikopter hier funktioniert, mein Freund? Also ich würde vorschlagen, einfach erstmal in die Höhe und dann nicht abstürzen. Das ist sozusagen, wissen Sie... Gehen Sie mal vor, ich weiß nicht, wo lang. Das ist dieses Einsteiger-Tutorial. Ja. So, Herr Frank, ich würde Ihnen nochmal versuchen, so ganz kurz ein bisschen zu erklären, wie es geht, okay? Sehr gerne. Ich benutze Codewörter, die Sie aber wahrscheinlich schon kennen. Also, grundsätzlich mit W und S fliegen Sie hoch und runter. Mit R und D drehen Sie den Helikopter. Dabei müssen Sie aber schon aufpassen, durch die Drehbewegung wird sich der Helikopter in eine gewisse Richtung neigen. Also sie drehen sozusagen nicht konsequenzfrei. Mit der Maus, das sind alles Codewörter, Sie verstehen. Mit der Maus. Selbstverständlich. Bewegen Sie sozusagen den Helikopter in alle Richtungen. Also wenn Sie die Maus ein bisschen nach links machen, dann neigt sich der Helikopter nach links und fliegt sozusagen auf der Stelle nach links. Bisschen nach rechts. Wenn Sie nach vorne machen, dann fliegen Sie vorwärts. Wenn Sie rückwärts machen, fliegt er rückwärts. Weil er sich entsprechend dreht. Seien Sie mit der Maus sehr vorsichtig, es ist ein sehr sensibles Gerät. Ich bin auch ein sensibles Gerät, von daher passen wir vielleicht gut zusammen. Ich fühle mich gut vorbereitet. Da gehe ich von aus, Herr Frank. Ich fühle mich sehr gut vorbereitet. Okay, Herr Frank. So, Sie müssen den ersten Helikopter kaufen, weil er ist dann sozusagen auf Sie zugelassen. Guten Tag, mein Name ist Frank Platinum. Ich würde gern einen Helikopter hier kaufen. Sie haben tatsächlich noch einen. 750 Scraps?
Der hat 750 Scraps gekostet, Herr Toni. Ja, ja. Das ist ein Spezialpreis, der kennt mich. Normalerweise ist das teurer. Ah, warten Sie. Muss ich da noch Fuel rein? Ich drücke Ihnen sehr die Daumen. Soll ich da noch... Ja? Nein, er kommt mit. Er kommt mit Benzin. Ah, okay. Sind Sie soweit, Toni? Frank hebt ab. Sind Sie soweit? Also ich sag mal so, ich werde jetzt eine Spezialausgabe der Frank Platinum Show bekommen, wenn Sie verstehen. Ich verstehe. Ich versuche, dass die Show nicht nach 2 Minuten abgesetzt wird, sondern dass sie etwas später abgesetzt wird. Okay. Auf Wiedersehen, Toni. Sollte Ihnen etwas passieren, hole ich Sie ab, mein Freund. Das finde ich gut. Bis bald. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Ich hebe ab. Auf. Ich spüre die Höhenluft. Freiheit. Über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, eben darunter verborgen. Und dann, wieso, der soll jetzt mal hoch. So, jetzt flieg mal vorwärts. Wieso fliegt der nicht vorwärts? Vorwärts. Sich. Was ist das? Da, das ist gut. Hallo! Hoch. Soll's anziehen. Oh, mir ist kalt. Ich friere. Ich muss weg von den schneebedeckten Bergen. Hin. Oh, ist direkt unter mir ist ein Berg. Schnell mal weg. Ja. Horizont ausrichten. Ich komm nicht so richtig vom Fleck. Warte mal. So. Jetzt geht's los. War kein Problem. Da fliege ich mal hin. Das ist doch gar kein Problem. Wer hat denn jemals ein Problem mit dem Fliegen gehabt? Wo muss ich denn hin? Warte mal. Ungefähr da so. So, fliegen wir mal hier. Da über diese Berge. Ein riskantes Spiel hier direkt. Oh, hier war hier lang. Ich traue diesen Bergkuppen nicht. Ah, Horizont irgendwie gerade stellen. Aber hier ist mir wieder kalt. Da war ich ein bisschen vorwitzig. Aufpassen. So. Da geht's doch langsam nach Hause, zu Richtung Franks Zuhause. Howdy!
Audi Joni! Das geht doch wunderbar! Ja! Ich fühle mich wohl in den Wolken! So, jetzt fliege ich mal los. Das ist doch gar kein Problem. Juhu! Ich bin ein Vogel! Ein Steinadler! Oh, ich hätte viel früher in dieses Fluggeschäft einsteigen sollen. Wo ist mein Zuhause? Immer der Straße entlang. Oh, ich versuche auf dem Dach zu landen. Fliegt natürlich ein bisschen langsamer jetzt als vielleicht andere Piloten. Und mir ist wichtig, dass ich überhaupt ankomme. Geschwindigkeit ist mir jetzt nicht so wichtig, mit der ich ankomme. Ja, Toni, ich fliege, ich bin ein Steinadler! Wo wohne ich denn? Hier würde ich da irgendwo wohnen. Kann man die Kamera nicht freier bewegen? Zu meinem Haus. Warte mal, das müsste... Ich glaube, ich bin ein Stück zu weit schon. Ich müsste mich einmal umdrehen, glaube ich. Müsste irgendwie hier so unter mir sein, oder? Ein Stück nach vorne. Das ist mein Haus. Da ist das mein Haus? Nein. Das ist auch nicht mein Haus. Das ist mein Haus nicht. Das? Nein. Ich weiß einfach wirklich nicht mehr genau, wo ich wohne, aber ich meine... weiter in diese Richtung. Da hinten wohne ich. Das ist mein Haus. Ja, das ist mein Haus. Okay, da fliege ich jetzt hin. So, langsam und bedächtig. Da ist mein Haus. Das ist gerade irgendwie... Ganz gerade nicht. Das glaube ich gerade. Da ist es. Okay. Das muss jetzt zu schaffen sein. Landung ist sicherlich mit der schwierigste. Ja, Frank, mit Alt können Sie sich umgucken. Mit Alt. Ah, danke! Danke für die. Können Sie sich umgucken. Danke für die Information, das ist sehr wichtig. Ich bin ein Adler! Okay. Ah, ich hab den Motor ausgemacht! Was ist los? Ah, ich hab den Motor ausgemacht!
Nein! Irgendwie ist der Motor ausgegangen. Ah, sowas Doofes. Mist. Der Motor. Ich habe euch die Kiste weggeschnappt, ihr beiden. Was? Gerade am Nieser? Da liege ich. Du warst gerade am... Sie haben mich noch angeschossen, glaube ich. Wo liege ich denn? Da? Aber wie? Was? Gestorben! Ich habe gesehen, wie so eine Bombe runtergefallen ist und dann ist er explodiert. Irgendjemand hat eine Bombe runtergeschmissen. Eine Bombe? Ah nee, das ist ja gar nicht der Richter. Ja, aber ich kann der Richter sein. Ach so, Entschuldigung. Was haben Sie denn gesehen? War das ein Komet? Sieht halt so aus wie der. Naja, wenn sieht er nee, so aus Bombe. Wie ich. Eine Bombe ist vom Himmel gefallen. Okay, sind Sie sich da ganz sicher, dass es eine Bombe war? Ja, ich war Zeuge aus der Luft. Ich habe auch einen Kometen oder sowas gesehen. Ja, ich glaube auch. Aber vielleicht wie kann Alien. Das passieren? Wissen Sie, vielleicht sind wir nicht allein. Am ehrlichsten Tag. Vielleicht war das auch ein Angriff vom General. Ich habe zu 100% eine Bombe gesehen. Da ist irgendwas runtergeflogen, sowas Kleines. Okay, das muss... Es war auf jeden Fall größer als eine Fliege. Aha. Ja. Das muss irgendeine Bombe sein. Komisches Objekt gewesen sein, weil ein Helikopter wäre ja niemals so schnell runtergefallen. Nie im Leben. Verstehen Sie, das hätte ja kein Pilot mitgemacht. So dumm kann man nicht sein, außerdem wäre hier eine Leiche. Nein, als ein Heli. Sehen Sie irgendwo eine Leiche, entweder von Außerirdischen oder von einem Piloten? Da ist aber gerade jemand mit einem Heli lang geflogen, aber ich weiß nicht, wer das war. Ja, das war ich. Ich habe das ja aus der Luft gesehen. Ich habe ja ein Objekt gesehen. Ich bin da hinten gelandet. Entschuldigen Sie, Jean-Jacques? Vielleicht hast du ja auch die Bombe geschmissen. Sind Sie nicht Chefredakteur und Inhaber der Schild-Zeitung? Natürlich, immer noch. Ist das nicht eine Schlagzeile? Außerirdische crashen auf unserer Insel. Außerirdische vermutlich auf der Flucht, da keine Leichen gefunden wurden. Ja. Aber ich muss dem Ganzen noch auf den Grund gehen, Monsieur Platinum. Wie kommt es, dass Sie zu Schaden gekommen sind? Waren Sie hier gerade in der Nähe? Ich bin doch nicht zu Schaden gekommen. Aber Sie lagen doch hier gerade tot am Boden. Also verletzt. Also Gerüchte... Haben sich wieder angezogen. Gerüchte über mein Ableben sind stark übertrieben. Sie sehen doch hier, Tony, der war die ganze Zeit bei mir. Ich habe lediglich gesehen, dass hier irgendwie was ist, dass es hier brennt. Und dann bin ich schnell hierher gelaufen und habe gesehen, das waren vermutlich Außerirdische. Aber mir geht's doch gut, gucken Sie mich doch an. Für mich sieht der Frank auch völlig gesund aus. Das ist echt mysteriös. Leider ist die heutige Ausgabe schon fertig gelayoutet und die Druckerpressen wurden angehalten. Aber sollte das noch öfters passieren, dann haben wir es hier mit einem ausgewachsenen außerirdischen Problem zu tun, meine Herren. Stellen Sie sich das mal vor. Sollten Sie dranbleiben. Man weiß nicht, was Sie von uns wollen, verstehen Sie? Sollten Sie dranbleiben. Natürlich, es ist Ihre Aufgabe als Journalist, die Menschen zu warnen. Sie sind die einzige Autorität, der die Menschen noch glauben. Stellen Sie sich eine Invasion vor, mein Freund. Ich befürchte, es wird auf sowas hinauslaufen, denn ich habe noch keine Alien gesehen, die mit Bomben versucht, friedlich zu kommunizieren. Sie haben völlig recht, das ist ein Angriff. Da sagen Sie weise Worte. Wir befinden uns im Krieg. Aber ein Krieg gegen Unbekannte. Oh Gott, mir fällt gerade was ein. Was mache ich nur? Oh mein Gott, mir fällt was ein. Vielleicht vorhin, das Tony, befragen. Tony, ich wollte gerade sagen, vorhin auf dem Möbelhausdach, da war eine Gestalt in einem Spacesuit, in einem Raumfahranzug und diese Gestalt hieß Alien. Wir wurden schon unterwandert. Leute, wir wurden unterwandert, sie sind unter uns. Jeder von uns kann es sein. Oh mein Gott. Sie müssen was tun, Jean-Jacques. Penelope hat mich auch schon vor diesem Alien gewarnt. Sacrebleu. Das Alien ist mir schon öfters begegnet und es war immer... Sehr seltsam. Waren Sie bei diesem Rap-Battle?
Da bin ich Yui, Opfer ich von diesem Alien geworden. Sie hatte eine Granate gezündet. Und sie hat behauptet, das wäre keine Granate gewesen. Merken Sie, es wird ein Bild, es wird ein Bild. Ich bin ebenfalls vielleicht stark verletzt worden an dem Abend. Wissen Sie, vielleicht wird aus diesem Bild mal ein Schild. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Mm-hmm. Ja, oui. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Ich werde der Story nachgehen. Und sobald sich etwas herausstellt, werde ich diese Insel informieren. Das ist meine journalistische Pflicht. Ich zähle auf Sie, Jean-Jacques. Das wissen wir. Ich habe gesehen, dass das Bombenangriff sogar ein wenig hat kaputt gemacht von meiner Treppe. Das hat komplett zerstört meine Treppe. Das ist Ihre Treppe? Die eh unnütz war. Aber es geht ums Prinzip. Ja, aber überlegen Sie mal, wer außer Aliens, die diese Welt übernehmen würden, würde denn als Erste versuchen, die Presse aus dem Weg zu schaffen, damit niemand davon hört? Sie haben völlig recht, Texas Tony. Aber fallen mir aus dem Stegreif 30 verschiedene Parteien auf dieser Insel ein, die etwas gegen meine Schildzeitung haben. Und die kommen auch... Ich will Ihre Schildzeitung gegen jeden Gegner verteidigen. Ich auch. Meine Taschenlampe gehört Merci. Ihnen. Ich werde Angreifer... in die Augen leuchten. Dann werde ich sie erschießen. Ich bringe mit meiner Taschenlampe Licht ins Dunkel. Der Lügen. Ja. Dieser Insel. So okay. Kennen wir sie, Herr Jean. Ich zähle auf Sie, Herr Jean-Jacques. Übrigens, am Freitag gibt es eine neue Folge der großen Frank Platinum Late Night Show und diesmal wird es einige nie dagewesene Gaming-Elemente geben, die mit Hilfe des brillanten Texas Tony auf die Beine gestellt werden. Vielleicht könnten Sie da eine große Seite in Ihrer Zeitung für hernehmen, für diese Ankündigung. Oh, ich werde rechtzeitig eine große Platz in der Zeitung reservieren, um die Insel darüber zu informieren. Sobald Sie Näheres wissen, kommen Sie gerne auf mich zu, dann kann ich mehr Details packen in die Artikel. Ich freue mich sehr über Ihre journalistische Offenherzigkeit. Nun. Oui. Dann würde ich... Ich glaube, Sie haben noch einen Weg vor sich, wenn ja. Sie mit dem Helikopter gekommen sind. Ja, stimmt. Oh, meine Füße bewegen sich von alleine. Entschuldigen Sie, ich bin nicht unhöflich, aber... Ich habe keinen Krampf. Sie auch? Das ist ein sehr steiler Berg, das kann passieren, Hilfe. Das ist kein Problem. Meine Füße machen, was sie wollen. Sie offensichtlich gehorchen sie mir nicht mehr. Das klappt ganz gut damit, sich einfach zu verpissen, wenn man behauptet, die Beine würden von alleine laufen. Das kann jedoch keiner in Frage stellen, Herr Frank. Weil sie auch keine Schuhe tragen. Sie haben völlig recht. Also ich will Ihnen einen neuen Helikopter kaufen. Okay, wenn Sie noch so viel Geld haben, weil wissen Sie, ich bin nur ein armer Showmaster, ich habe kein Geld. Aber ich bin dabei, dann fliegen Sie mal los. Wir müssen nur kurz bei mir zwischenlanden, damit ich einmal hier diesen Helikopter reparieren kann. Das machen wir so. Das hat ganz gut geklappt, wissen Sie. Und auf einmal ist mir der Helikopter wie ein Stein runtergefallen und ich weiß nicht, was passiert ist. Ich glaube, ich habe eine falsche Taste gedrückt. Ich hoffe natürlich nicht, dass der Sprit alle war. Nee. Haben Sie auf die Tankanzeige geachtet? Ja, da waren, also Sprit war noch drin. Ich kenne mich gut aus mit Sprit. Ich bereite mich immer darauf vor, rechtzeitig bevor der Sprit alle wird, dass ich einen neuen kaufe. Also es lag eher an dem Bedienfehler, würde ich meinen. Vielleicht habe ich aus Versehen den Pilotensitz bestiegen und den Co-Pilotensitz bestiegen, ohne es zu merken oder so. Jedenfalls fiel er plötzlich hinunter. Okay, das wäre natürlich, aber das... Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sie so einen Fehler machen würde. Ich eigentlich auch nicht. Also vielleicht war es doch ein mechanischer Fehler. Wer weiß, was einem da die Sumpfleute verkauft haben. Absolut. Aber Sie haben schon recht, fürs erste Mal war das völlig in Ordnung. Recht herzlichen Dank. Da muss man sich nicht für schämen. Ich glaube, es hat auch keiner gemerkt. Nein, glaube ich auch. Nein, absolut nicht. Ich wollte so gern auf meinem Dach landen, wissen Sie? Das kann ich verstehen. Ich werde das jetzt auch versuchen. Oh, ich guck mir das ab bei Ihnen.
Wenn ich das so sagen darf, ihr Kopf ist mir ein bisschen im Weg. Das macht es ein bisschen schwieriger. Ich habe das noch nie mit einer Person zusammen gemacht. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Das ist korrekt. Ich springe einfach ab. Ja, das war doch hervorragend. Herr Toni, das war weich wie Butter. Das war ja wie gewollt. Jeder hat mal Glück. Das war kein Glück. Das war pures Können. Dass man sich mit Alt und... Erwarten Sie mich in der Luft gehört, dass man sich mit Alt frei umgucken kann. Ja, das habe ich gemacht. Kurz darauf bin ich abgestürzt. Eventuell hing das zusammen und ich habe die falsche Taste gedrückt und habe da außerdem den Sitz gewechselt. Ich weiß es nicht. Also Sie dürfen auf keinen Fall X drücken. Da würden Sie tatsächlich den Sitz wechseln. Okay. Ich bemerke gerade, die X-Taste ist der unmittelbare Nachbar der Alt-Taste. Eventuell steht ein Zusammenhang. Das würde auf jeden Fall Sinn ergeben, aber dann wäre das ja mehr oder weniger auch nicht Ihr Fehler. Ich habe ja vergessen, Ihnen das zu sagen. Okay, aber daran werde ich mich, das war natürlich nicht Ihr Fehler, aber ich werde mich natürlich jetzt daran erinnern, an diese Worte. Ja, da hat Herr Gonschi einfach den richtigen Riecher gehabt. Okay. Und Sie müssen dran denken, wenn Sie Alt loslassen, gucken Sie automatisch direkt wieder starr nach vorne. Nicht, dass Sie mit der Maus dann irgendwelche hektischen Bewegungen machen. Ah, auch ein guter Tipp. Und eine letzte Tipp würde ich Ihnen noch geben. Wenn Sie bei sich landen wollen, vielleicht machen Sie sich eine Schnellmarkierung auf der Karte. Dann finden Sie das vielleicht etwas leichter über Ihren Kompass. Ja, das habe ich bereits in der Art so gemacht und das hat auch einigermaßen funktioniert. Ja, das hat ganz gut geklappt. Uiuiui, die Welt von oben, man kann ja richtig süchtig danach werden. Es macht sehr viel Spaß zu fliegen, das ist korrekt. Es gibt ja auch noch diese schönen großen Helikopter, die machen auch noch Spaß. Das ist ja nochmal eine etwas andere Dimension. Ja, die kenne ich. Da war ich mal auf einer Produktion. Da sind wir mit der ganzen Crew in diesem Helikopter geflogen. Kameramänner, Redakteure, Sekretärinnen, Sales-Mitarbeiter, Buchhaltung, Hausmeister, Kulissenbauer. Die sind alle in diesen einen Helikopter rein. Damit muss das aber ein ganz schön großer Helikopter gewesen sein. Dein RP? Ja, das war ein ziemlich riesiges Ding. Ich glaube vom Militär sogar. Da habe ich damals bei den Truppen gespielt, so, an der Front. Auf jeden Fall an. Ja, da, Sie wissen ja, manchmal, wenn man die Truppen unterhält, da sind Sänger und Showmaster und Stand-Up-Comedians treten da auf. Da waren wir damals drüben, als wir da im Krieg waren mit Bremerhaven. Waren wir an der Front, Bremerhaven. Sie erinnern sich wahrscheinlich an die Bremerhaven-Kriege. 2000. Natürlich. Wo? 20. Und 2019, der war der zweite, 2018 war der erste Bremerhaven-Krieg. Und da war ich bei den Truppen. Ich hatte für einen kurzen Moment überlegt, ob Sie das Vorbild für Captain America waren. Den kenne ich natürlich noch aus meiner Zeit in Texas. Der ein oder andere mag da Parallelen entdecken. Ich würde jetzt nicht sofort von Copyright Dingen anfangen und sagen, dass das alles geklaut war. Das mache ich nicht. Ich stehe für kreative Freiheit. Aber es sind schon deutliche Parallelen zu erkennen. Da haben Sie völlig recht. Ja, allein schon ihr Aussehen. Ja, da haben Sie natürlich recht. Aber Sie meinen natürlich in den späteren Folgen. Sie meinen natürlich nicht jetzt die ersten 5 Minuten des ersten Films, sondern danach, ne? Natürlich. Da sind wir schon wieder bei den Sumpfis. Also haben Sie aber guten Sicherheitsabstand gelassen. Ja, aber wissen Sie, vorhin war es ein bisschen knapp für meinen Start. Ich wollte ein bisschen mehr Platz zum Start haben.
Ah. Schnell noch ein bisschen Mut. Natürlich. Bisschen Mut antrinken, schnell. Ja, damit der Sprit nicht ausgeht. So sieht's aus. Okay, diesmal gehe ich davon aus und glaube noch viel fester an Sie, Captain Platinum, wissen Sie, wie ich Sie jetzt so nennen darf. Ihr Glaube ist das Stützkorsett meiner Motivation, das mich einfach gerade hält. Sonst drohte ich zusammenzuklappen. Wissen Sie, Selbstvertrauen ist alles im Leben. Oh, ich habe nasse Füße. So, hier können Sie sich den nächsten Helikopter kaufen. Es ist sehr freundlich. Ich schaue mal eben kurz, ob ich mal eben was machen kann. Lassen Sie sich Zeit. Ja, nicht zu viel, sonst wird es gleich dunkel. Kunde? Ist ein Untermenü? Müsste ich jetzt ein bisschen suchen, ehrlich gesagt. Egal. Egal, das passt schon. So, ja, ich bin soweit. Wirklich viel zu sehen. Ich bin soweit. Ja. Oh, jetzt gibt's Essen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich lauf. Vielen Dank, Herr Toni. Wollen Sie was zu essen haben? Ja, alles gut. Ich habe nur gedacht, da gibt's was umsonst. Okay. Ich laufe schon mal zu meinem Helikopter, damit ich mit Ihnen fliegen kann. Das freut mich. Vögel sind Schwarmtiere. So. Brumm, brumm, okay. Oh Gott, Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das darf natürlich jetzt nicht schlechter als beim ersten Mal werden. Erstmal hoch in die Luft. Erstmal hochkommen jetzt. Das ist erstmal die erste Herausforderung. Erstmal hoch. Und wenn ich ganz oben bin, in Sicherheit, der dreidimensionalen Leere des Raums, oh, dann werde ich anfangen, mich zu bewegen. Sieht gut aus. Richtung stimmt. Und jetzt mal ein bisschen nach vorne. So. Komm. Ja. Gut aus. Ein bisschen schneller. Ja. Da ist der Toni. Hallo, Herr Toni! Das ist doch super. Kleines bisschen mehr Geschwindigkeit. Alter, Leute, bin ich nicht der beste Pilot, den ihr je gesehen habt? Ich fliege! Ja, ab nach Hause, würde ich sagen. Das passt doch so. Brauche ich jetzt irgendwie so eine coole Mucke? Airwolf oder sowas, ne? Oder, was ist denn neben mir? Hallo, Herr Toni! Outfly! Frank! Sowas, irgendwie so ein... Da hinter diesen Bergen, da liegt mein Zuhause. Da werde ich jetzt mal eine richtig schöne Landung vollführen. Ich kann auch ein bisschen schneller fliegen, wenn ihr wollt. Ganz bisschen. Mehr Speed. Soll ja auch keiner sagen, ich wäre jetzt hier irgendwie so ein Bremser hier, der irgendwie die anderen Flugzeuge hinter mir alle auffällt. Auf der linken Spur. So, so bin ich doch schnell. Es ist auch so arg kalt.
Da kommt noch der frische Flugwind, ich bin auch barfuß und so. Oh oh. Das ist schon der Supermarkt. Langsam. Wieso denn die Bälle, ey? Häng ich hier in der Luft? So, warte. Wir sind zu weit weg. Wir sind zu weit weg. So, jetzt habe ich eine ganz gute Schneise, finde ich. So. Nach vorne. Vorne, nach vorne. Los.
Frank. So einfach. Mehr Höhe. Jetzt langsam. Na komm. Jetzt. So, jetzt komm. Ganz langsam, ganz langsam. Ja, 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 wir kommen gut rein. Komm gut rein. Komm gut rein, Leute. Komm gut rein. Yes! Ich habe ein Helikopter gelandet! Auf meinem eigenen Dach! Howdy, howdy! Toni, hast du das gesehen, Toni? Toni! Ich bin sehr stolz auf dich, das war eine gute Landung. Toni, ich hab's geschafft, ich bin gelandet! Das war eine Butterlandung, ich versuche zu dir zu kommen, mein Freund. Ja, ja! Ja, komm hoch! Hast du den, fehlt dir der Code oder was? Komm, soll ich aufmachen? Ich hab's gerade geöffnet. Ja, okay. Nein, ich hab es gerade geschafft. Ich hab nix kaputt gemacht! Das war eine Landung, die wird in die Annalen von dieser Insel eingehen. Das hoffe ich doch. Gucken Sie sich das gute Stück an. Es hat nicht einen Kratzer. Ich habe wirklich das aus sozusagen Premium-Position verfolgen können. Das war. Also da könnte man ein Tutorial draus drehen. Meinen Sie, ich habe das Zeug, morgen bei diesem Flugwettbewerb mitzumachen? Wenn nicht Sie, wer dann? Oder? Ich würde an Ihrer Stelle da mitmachen. Ich werde es auch versuchen. Ja, dann habe ich da zumindest noch Chancen auf den zweiten Platz. Aber wäre das nicht lustig? Alle fliegen los und denken, hier hat sich die Fliegerelite der Insel versammelt. Und dann kommt von hinten auf einmal Frank Platinum. Alle denken, wer ist das denn? Und dann komme ich und gewinne das Ding. Ich würde sagen, Sie müssen sich morgen fast als Captain Platinum dann verkleiden. Captain Platinum, das ist brillant. Ich sehe schon die Comics dazu. Captain Platinum, the savior of the world. Der Meisterpilot oder so. Sowas, der Meisterpilot. Captain Platinum, der Meisterpilot. Ja, hervorragend. Jetzt können wir immer zusammen irgendwo hinfliegen und Party machen. Das ist richtig. Also ich glaube, also, mir fehlen die Worte. Ah, mir fehlen auch die Worte. Hier, nehmen Sie mal einen Schluck Schnaps. Darauf erstmal ein Trinken. Oh ja, das mache ich sehr gerne. Ah, es ist übrigens Met. Auf Sie, Frank. Ah, auf den besten auf Fluglehrer, Sie, den es einfach nur geben kann. Ah, jetzt hören Sie auf, Frank. Ah, ja, das ist ja große Klasse. Wie viel Uhr ist denn morgen diese Flugshow? Oh, das müssen wir tatsächlich, ich glaube 20 Uhr, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, müssen wir gleich nochmal kurz gucken gehen, aber das steht ja an der Tafel. 20 Uhr, okay, ja, da werde ich vielleicht, komm ich morgen mal vorbei, um Sie siegen zu sehen. Das wäre es mir doch wert. Ja, wir machen Platz 1 und 2. Ah, das wäre fantastisch. Gibt es Preisgeld? Ich glaube schon. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es sogar für sehr viele Plätze noch was zu gewinnen. Oh, ich will. Das ist eine große Event. Ich würde Ihnen ja so gerne Ihnen das Scrap für den Helikopter zurückzahlen. Oh, wer ist das denn? Guten Tag, freundlicher Pilot. Sie können ja auch ganz gut fliegen. Guten Tag. Vorsicht! Da ist ein Strommast. Das war alles geplant.
Wann findet die nächste Show statt, Frank? Freitag, selbstverständlich. Es wird noch besser als beim letzten Mal. Kommen Sie vorbei, sagen Sie allen Bescheid. Das werde ich tun. Mensch, wie Sie das Ding balancieren können, das ist ja auch sehr beeindruckend. Nehmen Sie morgen bei dem Flugrennen teil? Ja, ich bin leider verabredet morgen. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Ja, aber das ist doch Quatsch. Er hätte eh keine Chance gehabt. Wer behauptet das? Guck mal, wie gut ich fliege. Das werden wir morgen sehen. Für jemanden, der auf einem Pferd sitzt. Morgen sehen. Ja, dann hab doch Eier und komm vorbei morgen. Das werden wir machen, mein Freund. Das werden Sie noch bereuen, denn ich werde gewinnen. Oh Gott, jetzt habe ich mich aber weit aus dem Fenster gelehnt. Ich muss mich gar nicht beweisen vor Ihnen. Nein. Wissen Sie, meine Oma hat gesagt, wenn man nicht vorher eine bloße Schnauze hat, kann man sich nachher auch nicht haben. Ihre Oma beeindruckt mich immer wieder mit ihrer Weisheit. Sie sollten dringend an diesem Buch arbeiten. Das habe ich schon häufig gehört. Das ist eigentlich richtig, ja. Ah. Das ist ein guter Schnaps. Sehen Sie, der Mond ist bereits aufgegangen. Das Einzige, wenn ich Ihnen noch einen letzten Tipp gebe, noch dafür diesen Helikopter. Ja, unbedingt. Den müssen Sie wie ein Auto immer mit, immer reparieren. Mit dem Hammer und Eisen und Holz und so. Sonst Toni. Geht der über Zeit kaputt. Toni. Das sollten Sie morgen auf jeden Fall rechtzeitig machen. Toni, man muss den Helikopter nur reparieren, wenn man ihn auch beschädigt. Das macht halt auch ein bisschen die Zeit. Ich gehe nicht davon aus, dass du ihm auch nur einen Kratzer zufügst, aber die Zeit. Aber die Zeit macht auch ein bisschen Rost. Verstehst du? Den Rost musst du abschlagen. Ich guck mal, ist er hier noch? Wie sieht's denn hier aus? Oh, ist nicht kaputt. Ist völlig not damaged. Ist komplett bei 100% die gute Kiste. Frank, ich kann ja hier bauen. Ich werde dir hier eine Kiste hinstellen mit den nötigen Materialien, die du brauchst zum Reparieren. Und dann kannst du es immer reparieren. Wie immer sind Sie ein Engel, Herr Toni. Ich wüsste nicht, was ich ohne Sie machen sollte. Ja, natürlich. Hubschrauber fliegen auf jeden Fall nicht. Nein. Das mag tatsächlich jetzt mal richtig sein, aber wissen Sie, man sagt, wenn man in der Luft Brüder war, dann ist man am Boden auch Brüder. Wir sind Luftbrüder, wir sind Brüder der Elemente. Das ist korrekt. Toni, es wird jetzt gleich spät und die Sonne geht unter. Deswegen werde ich mich jetzt gleich hinlegen. Natürlich. Aber ich möchte mich nochmal vielen, vielen herzlichen Dank bei Ihnen bedanken. Vielen herzlichen Dank bei Ihnen bedanken, dass Sie mir das Fliegen beigebracht haben. Ja, wissen Sie, ich fühle mich wie so eine kleine Schwalbe, die in ihrem Nest saß und dachte, das ist ihre ganze Welt, dieses Nest. Ja, und dann kam die Mama-Schwalbe und hat gesagt, nein, mein Kind, die ganze Welt steht hier offen, spann die Flügel und flieg. Und dann hast du mich aus dem Nest geschmissen und ich bin geflogen. Und jetzt steht mir diese ganz neue Welt zur Verfügung. Und ohne sie, Herr Toni, wäre ich immer noch in diesem kleinen Nest. Dafür vielen Dank. Das bedeutet mir mehr als alles andere. Herr Frank, das habe ich sehr gerne gemacht. Ich hatte einen sehr schönen Abend. Ich auch. Und jetzt, wo es dunkel wird, da werde ich mich mal auf die Matratze legen. Und Sie wissen ja, Sie können ja jederzeit rein. Sich auch, wenn die hier zu Hause mal zu weit weg vom Schuss ist, können Sie sich gerne hier hinlegen, legen Sie sich einen Schlafsack hin und fühlen sich hier wie zu Hause. Und wenn Sie schon rumbauen wollen, können Sie gerne jederzeit rumbauen. Und ansonsten, sobald ich aufgewacht bin, würde ich mich natürlich bei Ihnen dann auch mal melden. Ich werde alles vorbereiten und schon mal installieren. Sie sind der Beste. Na, dann lassen Sie uns doch eine kühle Brise zieht auf von diesem Dach hinunterstiefeln. So. Da habe ich noch einen Kamin gebaut, da können Sie sich dann auch dementsprechend, wenn sie frieren, den Kamin anschmeißen. Herr Toni! Ich kenne mich ja schon ein bisschen aus. Ja, haben Sie einen wunderschönen Abend. Ich habe mich sehr über die Gesellschaft gefreut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, gute Nacht. Machen Sie es gut, Captain Frank. So, da geht er dahin. Was für ein netter Mensch, dieser Toni.
Ich esse noch eine Kartoffel. So. Und werde mich jetzt mal so langsam von euch verabschieden. Ja, da bin ich wieder groß. Oh, habt ihr nicht mit gerechnet, oder? Dass ich schwuppsdiwupps bin ich groß geworden. Das hat mir Spaß gemacht heute. Ich habe fliegen gelernt. Wie geil ist das denn? Ich habe fliegen gelernt, Leute. Und ich bin nur einmal abgestürzt. Ich habe nur einen Helikopter geschrottet. Ich finde das gar nicht so eine schlechte Quote. Ich würde euch ans Herz legen, wenn ihr noch ein bisschen weiter gucken wollt. Natürlich ist es mir sehr dran gelegen, dass ihr hier bei uns bleibt, ne? Auf diesem fantastischen Programm. Aber wenn ihr Texas Tony noch weiter zuschauen wollt, dann ist das der Kleinstadt-Streamer auf Twitch. Also, wenn ihr noch Lust habt, besucht den. Schöne Grüße von Frank Platinum. Falls ihr bei ihm vorbeischaut, schreibt ihm in den Chat viele Grüße von mir. Aber natürlich kein Metagaming. Das wisst ihr natürlich. Und ich guck gerade mal. Ich will mal eben mal. Bleibt mal eben noch mal dran, Leute. Warte mal, ich will mal eben was gucken hier. Bleibt ihr noch mal eine Sekunde bei mir? Wir sind ja hier im Streaminghausen. Bleibt mal eben ganz kurz bei mir. Ich will mal eben was gucken. Ich muss mal aber mal eben hier. Ist zumindest dein Laden hier links. Pass auf, Leute. Wir machen das mal eben so, denn ich will mal eben was gucken hier. Ich log mich mal eben aus. Aus Rust. Und ich will mal eben gucken, es läuft doch gerade. Läuft doch die BlizzCon, oder? Und ich habe mir gedacht, ich guck noch mal eben ganz, ob wir da noch mal 10 Minuten noch was zusammen reingucken wollen. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das jetzt. Da ist ehrlich gesagt niemand drauf vorbereitet jetzt. Aber ich, das ist jetzt einfach eine komplette spontane Schnapsidee. ich weiß überhaupt nicht, ob der Timo da jetzt gerade denkt, ey, der dumme Typ soll mal jetzt schnell abmoderieren. Aber ich wollte mal eben ganz kurz gucken, ob das, wo ich was finde. Und zwar, haben die einen eigenen Stream? Schon seit 23 Uhr, ne? Läuft die schon. Aber ich kann ja nicht einfach. Warte mal. Ich finde gerade keinen. Ah. Ich sehe nur so die ganzen Kollegen von anderen Portalen, denen ich jetzt. Ich kann die ja nicht hijacken. Warte mal, Blizzard. BlizzCon live. Das ist es doch. Das ist der offizielle Stream. Hoffe ich. Ich hoffe, es gibt da keinen Stress. Ey, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich moderiere jetzt mal ab. Ich mach kurz, oh, Timo ist da, geil. Timo, danke, Timo. Ich mache jetzt mal ein Outro, dass wir das als VOD cutten können. Und dann gucken wir uns kurz noch ein bisschen die BlizzCon ein paar Minuten an, ja? Nicht so lang, wir gucken ein bisschen. Bleibt mal dran. Ich sage erstmal kurz mal Outro hier.